Die haben das damals so gesagt, und das war so wie der Talak, ne? So wie die Scheidung. Du hast von deiner Frau gesagt, Anti alayka dhahri ummi, du bist für mich wie der Rücken meiner Mutter. Und das hat gereicht dann als Scheidung. Und Mohammed hat das gehasst, ne? Der fand es abscheulich, der hat es gehasst, und dafür gab die Strafe, einen Sklave zu befreien. Aber ein gläubiger Sklave, ein Moslem-Sklave. Weil ich habe ihm dann auch den Hadith gegeben, wo ein Mann sagt für Mohammed, ich habe eine Sklavin, die ist sehr gut, ich habe sie sehr gut erzogen und dies und das, ne, der hat sie so richtig über sie gut geredet, die ist perfekt, das, und ich würde sie gerne befreien. Und dann hat ihm Mohammed gesagt, bring sie hierher. Der hat sie zu Mohammed gebracht, dann hat sie Mohammed gefragt, wo ist Allah? Die sagte, Allah ist in den Himmel. Und er sagte, wer bin ich? Die sagte ihm, du bist das Prophet von Allah. Die sagte, okay, ja, sie ist gläubig, du darfst sie befreien. Also das war eine Voraussetzung. Du kannst keine ungläubigen Sklaven befreien, weil die könnten dich ja in Zukunft bekämpfen. Verstehst du? Richtig, Ist ja richtig. logisch. Ja, Hallo, Cousin. Bruder. Hi, Brudi. Es, die, du, man redet, redet, die glauben sowieso nicht und man zeigt die, geschweige das zeigen, das macht keinen Spaß mehr. Ja. Deswegen. Ich sag euch mal was, Leute. Also von meiner Sicht aus, ne? Die da so ein bisschen rumdribbeln und sagen, ja, das stimmt nicht und sowas. Die sind mir ehrlich gesagt lieber als wie die, denen du, sag ich zum Beispiel mal, die Geschichte mit Aisha vorwirfst, ne? Und die sagen dann, ja, wenn das da so steht, dann ist das, wo ist jetzt das Problem? Hör mal, und wenn die dann den Satz sagen, dann denke ich mir, Alter, das kann doch nicht wahr sein. Ist das jetzt dein Ernst oder was? Weiß ich, man versucht es ja noch Ja. nicht mal irgendwie zu rechtfertigen. Oder der sagt, ja, dann ist das eben so. Wo ist denn das Problem? Hast du ein Problem damit? Ja, Alter. Bist du noch sauber oder was, ey? Hey, danke Rose, danke für Flammenherz, danke. Auch letztens hier da waren zwei Muslime und wir haben über, die haben, nee, nicht bei mir, ich glaube, das war bei Eddie sein Live. Und die haben so geredet über, dass man Frauen und Kinder im Krieg nicht töten soll, ne? Und ich habe gesagt, danke Bruder, danke Carlo. Und ich habe gesagt, nein, ich habe denen auch den Hadith gegeben, Hadith von Innahum Minhum, wo die Stadt Khaybar umzingelt haben, und die wollten dann mit Katapult die Stadt zerstören. Und die Freunde von Mohammed haben ihm gesagt, aber es gibt da Kinder und Frauen. Und er hat gesagt, Innahum Minhum, die gehören dazu. Also in dem Sinne. Und in den Tafsir, was findest du? Der sagt, die gehören dazu, weil sie werden diese Männer erben, die folgen die gleiche Religion, sie wurden von den Ungläubigen erzogen, und daher gilt die gleiche Strafe, wenn die sterben, okay. Aber und die sagte, nein, aber der hat aber wieder gesagt, man sollte keine Frauen und Kinder töten. Natürlich. Aber was passiert mit diesen Frauen und diesen Kindern nach dem Krieg, wenn sie, okay, jetzt sagen wir mal, okay, die Frauen und Kinder müssen nicht getötet werden. Heißt das, dass sie danach nach dem Krieg frei sind? Nein, sie werden versklavt. Verstehst du? Also da sind bestimmt manche Frauen, die lieber sterben würden, als von irgendwelchen Muslimen nach dem Krieg missbraucht zu werden, und dass die mit diesen Muslimen schlafen müssen und als Sklavinnen dienen müssen, und die Kinder auch. Da bin ich mir jetzt ziemlich sicher. Ne? Die sagen so, als man sollte Frauen und Kinder nicht töten, als wäre es, dass nach dem Krieg diese Frauen und Kinder ihre Freiheit haben und dürfen dann einfach weggehen oder was auch immer. Natürlich, Bruder. und das ist ja auch eine Ware. Die kosten ja Geld, die haben einen Wert, diese Frauen und diese Kinder. Die kann Mohammed nach dem Krieg ja verkaufen in den Märkten, wie er gemacht hat mit Banu Qurayda. Der hat sie verkauft in der Stadt Najd und hat mit dem Geld Waffen und Pferde gekauft. Ja. Weißt du, was ich meine? Und die meinen so, nein, man sollte keine Frauen und Kinder, okay, man soll sie nicht töten. Lässt ihr sie dann frei nach dem Krieg? Nein. Also, das ist doch das Gleiche. Ob du sie tötest oder versklavst ihr ganzes Leben, ist doch das Gleiche. Ganze Leben Sklave, einmal Sklave, für immer Sklave. Da gab es doch diese Geschichte, wo Abu Bakr und der andere Händler, warte mal, kann ich dir gleich den Namen sagen, die haben sich um die Sklaven gestritten. Jeder von ihnen hat denn Tausende gehabt, Bruder. Und jeder wollte mächtiger sein als der andere. Letztendlich hatte der andere mehr Sklaven aber als Abu Bakr gehabt. Da hat Abu Bakr ihn verflucht. Also, du kannst doch nicht mehr als ich Sklaven haben. Und die haben sich auf jeden Fall gegenseitig immer Die hatten bestritten. Tausende, natürlich, die hatten Tausende. Tausende hatten die gehabt, Bruder. Der Muhammad hatte selber Tausende gehabt.
Ja, Oluho-Träger. Ja, der Ehemann von Saphir, sie war noch, ja, sie war eine Dings, eine Braut. Ja, ihre Cousin, ihre Bruder, ihr Vater wurde getötet, ja. In Banu Nadir, und er hat sie verfolgt, nochmal in Khaybar, und da hat er sie dann erobert. Hat er Khaybar erobert und sie auch erbeutet. Ja. Die hat am meisten gelitten. Also die hat zwei Kriege erlebt, Safia. In Banu Nadir, das war ihre Ursprungsdorf. Und wieder, sie sind abgehauen nach Khaybar, und er hat sie da auch angegriffen und dann mit Katapulten geworfen. Ja. Nein, weil die relativieren das und die wollen es irgendwie schön machen. Nein, Frauen und Kinder sollte man nicht töten im Krieg. Okay, warum? Weil du kannst sie ja verkaufen. Nur deswegen sollst du sie nicht töten. Weil die sind Geld wert. Als würdest du jetzt Kamele oder Kühe töten. Oder als würdest du Gold finden und einfach wegschmeißen im Müll oder im Ozean. Das wirst du ja nicht machen. Genauso sind auch die Frauen und Kinder. Die sind Geld wert. Das ist eine Währung quasi. Und deswegen sollte man sie nicht töten. Möglichst nicht töten. Aber wenn es nicht anders geht, dann töten die sie. Richtig, richtig, Bruder. Also, ja, ich weiß, ich verstehe deren Moral gar nicht. Bruder Bobo, ich muss morgen früh los. Ich wollte mal nur Hallo sagen. Danke, Bruder. Und Ja, schön, gute Nacht. ja, danke, wünsche ich auch zusammen und man hört sich, Bruder. Schlaf gut, ich bin Ja, morgen wieder gut, ein ich bisschen zwar Zeit, nachher ein bisschen weiß. früh. Ja. Okay, Bruder. Pass auf dich auf, danke. Babu, ich gehe auch raus. Ich versuche mal zu pennen, ne? Alles gut, Bruder. Gute Nacht. Schlaf Ja. schön. Danke. Ciao, ciao. Ja, die 900 Kinder. Ja, 900 Kinder. Jeder, der, ja. Gott bekommt 20% der Beute, nur wenn der Gegner kämpft. Also wenn der Gegner sich verteidigt, bekommt Mohammed und Allah 20% und der Rest wird ja dann geteilt, ne? Aber wenn der Gegner sich nicht verteidigt, also wenn der Gegner nicht zurückkämpft, heißt das dann nicht Ranima, sondern heißt das Fei. Und dann bekommt Mohammed alles. Also zum Beispiel, Mohammed hat jetzt ein Dorf angegriffen, ja. Dieses Dorf hat sich nicht verteidigt. Haben sich von Anfang an ergeben. Er hat gesagt, okay, wir ergeben uns. Dann bekommt Mohammed alles. Alles gehört Mohammed. Weil die Kämpfer, die haben nichts dafür gemacht. Das steht ja auch so in den Tafsir. Die haben dafür nicht geschwitzt, die haben sich dafür nicht verletzt, die haben sie keine Mühe, haben sie sich gemacht. Deswegen bekommen sie gar nicht. Bekommt man mit alles. Ja, der beste Mensch, ja. Ja. Wir vergleichen ihn dann mit Dings. Ja, natürlich, dass sich die Frauen, ja, Safiya war ja nicht seine Beute, sie war von Yihya al-Kalbi. Ja. Und der hat ihnen dann gesagt, such dir eine andere. Und in andere Erzählungen sagt man, der hat ihnen 6 Sklaven gegeben für Safiya. Es gibt ja mehrere Erzählungen. Hey, Ahmed Zika, hallo. Ja. Ja, richtig, genauso. Und die sagen, nein, der Islam ist barmherzig, der sagt, tötet keine Frauen und Kinder. Nein, tötet sie nicht, aber versklavt sie, verkauft sie auf Märkte wie Tiere, wie Ziegen. Ich meine, wahnsinnig, wahnsinnig. Lasst sie sich nicht bedecken, sie müssen dann nackt rumlaufen. Die Frauen, die werden erniedrigt. Was für ein Leben ist das denn für diese Frau, die dann nicht getötet wurde im Krieg? Wie ist das denn jetzt wieder? Guten Abend. Ja, nicht, bleibe nicht lange, Bruder Ahmed Zik. Ich wollte nur kurz gucken, meine Freunde Hallo sagen. Ich war heute nicht live. Gestern war ich in anderen Lives von anderen Leuten. Frauenrechte, aber welche Rechte? Sagt mir nur einer. Ey, alle muslimische Dings, Gelehrten und so, die Besten vom Besten haben sich zusammengetan. Die haben eine Versammlung gemacht und die wollten bestimmen, was für Rechte Frauen im Islam haben. Ich glaube, sie sind mit drei rausgekommen. Drei Rechte haben sie festgestellt. Das Recht zu leben, ja, wieder, weil du sie ja nicht tötest im Krieg, aber du versklavst sie, das ist ja auch ein Paradox. Eigentlich ist das ja gar kein Recht. Manche Frauen würden lieber sterben im Krieg, als versklavt zu werden. Und zweite, glaube ich, das Recht, Hijab zu tragen. Natürlich nur für freie Frauen, aber nicht für Sklavinnen.
Und das dritte Recht weiß ich nicht mehr. Weiß ich wirklich nicht mehr. Ja, ein Hadith steht im Koran, Bruder. Zuschauer, es steht im Koran über SRX mit Sklavinnen. Ah, ja, ich weiß, okay, ich weiß jetzt, welchen, ja, den Hadith, Memin Nesametin Qaima. Ja, ich verkehrte den Hadith von, das war der Krieg von Beni al-Mustalik. Das war der Krieg von Beni al-Mustalik, Ghazwat Beni al-Mustalik, und die Männer wollten ja verhüten. Lazel. Ja, ich kenne den Hadith. Und Mohammed hat gesagt, nein, braucht ihr nicht. Ma lakum taf'alu. Ma min nasamatin ka'ina ila Jede Seele, die geboren wird, wird geboren bis an Ende der Zeit, also bis an den jüngsten Tag. Ja, da hast du recht, Zuschauer, ich weiß den Hadith, ja. Koran sind ohne Zweifel wahr. Sami Elmani. Elmani. Sami, falls du Almani bedeutet, mach A. Almani. Elmani bedeutet was anderes. Bedeutet Samen, ne? Von Männern. Also, es bedeutet das Wasser von Männern. Welche Zeichen? Komm hoch, sag uns bitte schön die Zeichen. Schick. Also, komm hoch, sag uns die Zeichen von Mohammed. Ja. Von Missionaren und Islamhasser werden auf. Ja, komm, hör auf, hier irgendwelche Werbung zu machen, zu trollen, komm hoch und rede, sonst wirst du gestummt. Wunder im Koran ist, allerdings, Männerspermien und Frauenspermien kommen von Brüste. Das ist der Wunder im Islam. Dass Frauenspermien aus ihre Brüste kommen, das ist der Wunder im Islam. Wahnsinnig. Papai, tahiyya jahannamiyya. Ahlan. Die Männer hätten durch Schwangerschaft weniger wert. Ja, die wollten das, da gab einen Riesenskandal darüber, ja. Da gab einen Riesenskandal, ob man die Mütter von Kindern verkaufen darf oder nicht. Also die Mütter, die Sklavinnen, die Kinder bekommen mit deren Master, ob man sie verkaufen kann oder nicht. Da haben sich die Sahaba gestritten, am Ende kamen sie zu dem Ergebnis, dass man sie verkaufen darf. Also man darf sie verkaufen wie eine Ziege. Auch wenn du ein Kind mit ihr hast, kannst du sie am nächsten Tag nehmen und im Markt verkaufen. Papai, hi. أهلا بابو جاي أهلا أهلا، مساء الخير. ما فاهم والو كنت صمت لك والله راك عاجبني تحية أخذ جيرك اليوم الدعوة والله شفت بالألمانية. تحية جيرك والله لا راك ماشي عاجبني مزيان. ماشي بخير، صافا كنديروا بابو شوية كلشي بعد. مزيان آه بعدو راسهم مقاس، هذا أحمد سيكارة مغربي ولد البلاد، هذا مع أحد الأدمين أنا معايا تاهو كيدخلوا هنا اش المغاربة. قلت هذا واش بابوش والله ما فهمت شي حاجه هي كنتصنط بنتي لي كتهضر لي مع البوراق كتهضر لي على كانت كيكتب لي واحد، انا كتب لي المعجزات ديال محمد، قال لك المعجزات، هذا معجزة، كاين شنو معجزات من يو المرأة بين الصلب والثراء، باش من المعجزات في القرآن. تم طاغي عليهم الصلعوم بزاف قلت لك سلام خويا احمد. ايوا شنو ندير اخويا، راه بقيت لهذا العالم، مازال شتي اللي كيديروا التنوير بالعربية كاينين بزاف، راه قلت لهم داك قلت لهم راه فيكم كفاية وهذا. اما هنا الالمانيه واللغات الاخرين باقيين شويه فهمتي، مقلوب عليهم القفه لحقاش، ما كيفهموش مساكن اللغه، ولاك عارف الطلقين والديهم كيعلموهم داك الشيء، ما كيعرفوا والو، ما كيكبحتوش، كتوريه انت كتوريه وكيقول لك لا ما كاينش هذا الشيء، راه ما فهمتيش. كنقول له دير اللغه ديالي، هذه العربيه راه لغتي هذه، وكيفاش انا ما فهمتش؟ أودي يا بابو فهموا هادو اللي عربوا حداهم باقيين يفهموا وحدين بالألمانية والله الله العظيم. صعب تحياتي لك يا بابو جيت نسلم عليك شكرا صديقي، شكرا شكرا شكرا، نهارك مبروك خويا نتمنى لك تحياتي ليلة سعيدة. بالسلامة صديقي، شكرا. يا فريند ich bin wieder da. Nee, ist ein Freund, der macht auch sehr gute Arbeit. Aufklärung macht er auf Arabisch. Der kennt mich schon vor langer Zeit auf andere. Wenn ich konvertiere, nenne ich mich Mohammed Elmani. Ja. Aber Ahmed Sika, du hast verstanden, was wir gesagt haben, oder? Ja, gut gemacht, Alexa. Ja, der hat nur getrollt.
Ja. Carlo, Carlo hat aber bestimmt auch verstanden. Carlo, komm hoch. Was machst du da? Lässt ihr mich hier allein? Jetzt keine Müslis mehr. Sind ja die ganzen Müslis. I would. Kommt, verteidigt eure Mohammed. Kommt hoch, Muslime, verteidigt eure Mohammed und eure Allah. Die können sich nicht verteidigen. Hey, Carlo. Wie geht's dir? Ahlan. Gut, gut, gut. Ja. Ich war bis gerade, bis vor 20, 30, halbe Stunde war ich ja live die ganze Zeit und oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, Ehrlich. also das ist anstrengend, ja. Ja, ich habe Pause gemacht, habe ich geduscht, dann kam ich, habe ich mich hingelegt, dann warst du on. Ich habe gesagt, ja, hier muss ich an, muss ich, dann bleibe ich wach lieber. Ja, ich wollte schlafen. Ich habe heute den ganzen Tag geschlafen, Leute. Ich hatte einen Termin, habe ich verpasst. Mein Handy ist ausgegangen, also hat nicht geklingelt. Ich habe geschlafen, aber es ist gut, es war alles ruhig und so. Man braucht ja auch ab und zu mal Schlaf. Zum Glück bin ich ja selbstständig und erledige meine Sachen allein. Ja. Ja, das Problem ist, wenn man live geht, dann kommen wie soll ich die nennen? Das sind die kein für mich, also wenn du Ex-Muslim bist, für dich sind die kein Muslime. Der nimmt aus den Hadithen raus, ne, ich nehme das Hadith nicht ernst. Ich nehme Es diese gibt ein Person Ijma', Bruder Carlo, es gibt ein ja. Ijma', der sagt, man ankara Hadithan sahih und wa'tabita ala Rasul. Wer sagt, wer Ja. ein Hadith sahih leugnet, der 100% sicher ist, dass es von Mohammed stammt, ist ein Kafir. Also wenn du es leugnest, dann hast du schon Ja, den Islam verlassen. Es ist schon zu spät. das sage ich doch, sage ich doch. Und er findet seinen eigenen Islam raus, verstehst du? Und das komm und erklär ihm, verstehst du? Und er sagt nein. Was willst du mit solcher Leute reden? Ja, ich habe gehört, Dings hatte, die haben über dich geredet, glaube ich, bei Fehmi. Die haben dabei dich über dich geredet, haben gesagt, ja, keine Ahnung, Carlo und dies und das, die haben so, weißt du, gelästert und gelacht und so. Die belügen sich alle gegenseitig im Gesicht. Also wenn ich jetzt Moslem bin und mit anderen Muslimen sitze, dann leugne ich doch nicht die Hadithe. Also, dann sage ich, ja. Ja, das ist so eine Gruppe. Warst du dabei? Das sind so eine Ich bin Gruppe, nicht ne? reingegangen, ich habe nur so gescrollt. Und da Ja, habe ich die ja. gehört, aber die haben mich nicht gesehen, weil ich bin nicht reingegangen im Live. Ja, nee, das Beste ist, diese Gruppe, die nennen sich alle Muslime. Und eine betete zweimal, eine betete dreimal, eine betet gar nicht. Verstehst du? Und die sagen, wir sind Muslime. Ich sage, toll. So ein Muslim will ich auch werden, ganz ehrlich. Und lehne ich die Dann Hadithe ab wäre ich und ja lehne, auch Moslem. und ja, dann bin ich auch Muslim, lehne ich die Hadithe ab und mache ich aus einem Vers, der mir nicht gefällt, andere Übersetzung daraus, verstehst du? Und ich habe gesagt, ja, so Muslim bin ich mehr Muslim als euch, ehrlich gesagt, Die wenn ich haben so denke. Angst. Ja, als ich damals den Islam verlassen hatte, ich Ja. hatte auch Angst anfangen, ne? Der erste Ramadan, wo ich gegessen habe, Leute, wo ich hier nicht gefasst habe, ich habe gegessen und ich bin rausgegangen und ich erwarte, dass ich in einen Kometa mir auf dem Kopf zuschlägt und dass ich vom Blitz getroffen werde oder so, weißt du? Ich Ich laufe auf schwöre. der Straße und habe Angst und guck rechts und guck links. Jetzt passiert mir irgendwas, jetzt passiert mir irgendwas. Ach, jetzt ist Genau, passiert. so bei mir war auch ehrlich. Ja. Bobo, so war bei mir ehrlich. War bei mir genauso. Habe ich einmal einen Unfall gemacht im Auto. Ich habe gesagt, guck mal, das ist Bestrafung. Ich sage, oh Ja, nein, ja. ehrlich. Ich auch einmal Überleg mal, in einem so Ramadan, denkt das war man. die letzte Nacht von Ramadan. Am nächsten Tag war ja Eid, ne, war der Fest, ne, im Ramadan. Und ich habe dann was getrunken und hatte einen Unfall. Und zum Glück war das dann der letzte Tag, weil meine Vater musste mich abholen. Mein Auto war ja Ja. Schrott. Und mein Vater musste mich abholen, aber zum Glück war ja das der letzte Tag. Also am nächsten Tag müssen wir ja nicht fasten. Stell dir Ja. mal vor, jetzt wäre ich mitten in Ramadan und ich hätte was getrunken, der hätte mich getötet. Glaube ich Also weißt dir. du, das war Eid, ich habe gesagt, ja, das war Eid, sagt, ja, du machst den Eid einen Tag vor. Ich habe gesagt, das ist doch fertig, ich habe nach dem Iftar was getrunken und so, weißt du. Ja, habe ich damals auch gedacht, vielleicht ist das Allah, das, aber ja, mit der Zeit, das bleibt, das verschwindet nicht direkt, das bleibt ein bisschen, Nein, ne? nein, nein, nein.
Nein, gar nicht. Also ganz ehrlich, gar nicht. Also es gibt viele, es gibt viele Sachen, wo ich sage, ja, gehe ich nach Islam. Immer noch gehe ich nach Islam, obwohl ich seit Jahren bin ich aus dem Islam. Aber islamisch trete ich immer noch. Sage, das ist die. Ich bin damit aufgewachsen. Ich bin ja kein kleines Kind, wo ich sage, ja, okay, jetzt bin ich jung noch und mache ich alles, was ich will. Nein. Ach. Ich bin jetzt alt. Ich habe das immer noch im Kopf und es gibt viele Sachen, die ich niemals mache Wir werde. nennen das auf Arabisch Rawasib, also das sind Ja, so die Reste, die da bleiben von der Religion. die bleiben immer. Das ist Ja, das ist schwierig, zum Beispiel, komplett einer davon. fragte mich, ja, einer hat mich gefragt, ah, jetzt bist du kein Muslim mehr, kannst du Schweinefleisch essen? Ich habe gesagt, nein, ehrlich gesagt nicht. Ich sehe nicht. Also, ich sehe keinen Grund, dass ich das nicht esse. Nee, aber das ist ja Ja. vom Kleinen aus habe ich nie Man gegessen und ekelt würde sich ich auch davon, niemals weil essen. die ekeln Ja, uns. Die sagen dir, das ist wirklich. Schwein, Schweinerei. Ja, Ich hatte hier aber Freunde, ich habe trotzdem, hier so Bekannte Moslem. Bitte, Bruder? Rede ja, ruhig. alles gut. Nein, nein, alles Nein, nur gut. deswegen Schwein, bevor du weitergehst. Ich habe Ja, einen Freund gehabt hier in Deutschland und der ist Moslem, aber der wusste, dass ich davon nicht halte, weißt du? Und wenn wir laufen irgendwo in den Laden oder so, und der zum Beispiel, der will das Essen laufen und der sieht, dass die das Schwein verkaufen. Schweinerei, ekelhaft. Und ich sage mir, wie rassistisch ist das? Was? Mein Gott, warum machst du sowas? Das hat mich immer gestört. Ja, Schweinerei, ekelhaft. Das ist ekelhaft, ey. Keiner ist noch nie von Schweinessen gestorben. Ich habe noch nie gehört, dass jemand gestorben ist, weil er Nein. Schwein gegessen hat. Aber nur die ekeln uns davon. Die sagen uns, das ist ein dreckiges Tier, das ist dies, Allah hat es gehasst, das ist voll unrein. Und diese ganzen Sachen, die uns erzählen, bleiben einfach im Kopf. Ich kenne viele Ex-Muslims, die bis heute die kein Schwein essen, gar nicht. Ich habe Ich früher auch. danach ein bisschen, Ich. jetzt keine Steak oder so, aber Wurst oder so. Es gibt so polnische Wurst, die heißen Kapanossi. Das habe ich gerne gegessen früher. Schweinwurst oder so halt, ne, Salami oder was weiß ich, Bacon. Aber ich esse jetzt allgemein kein Fleisch mehr. Also jetzt esse ich gar kein Fleisch mehr, allgemein kein Fleisch, kein Fisch, kein Eier, nichts, ne? Und aber früher, also es war jetzt nicht aus religiöse Gründe, aber nur meine eigene Überzeugung, andere Überzeugung, nicht über islamisch. Aber viele Leute finden es schwer, Schweinfleisch zu essen, nachdem sie den Islam verlassen haben, ja. Ja, ich bin immer noch, ich habe immer noch kein Schweinefleisch gegessen. Überleg dir, früher habe ich nicht mal Fleisch, normales Fleisch habe ich nicht mal vom Markt gekauft. Zum Beispiel hier Aldi, Lidl, habe ich nicht mal Hähnchenfleisch oder so, habe ich nicht gekauft. Ich sage, nee, das ist für mich mit Schwein, ich darf das nicht essen. Der, ehrlich, das ist so, man bleibt immer noch, aber jetzt sage ich, ach, ist egal, ich gehe kaufen, ist mir egal. Ja, aber meinst du, Schwein ist ja in alles drin. Schwein ist in alles. Ja, man denkt, das Schwein ist in alles und Aber dieser kommt auch Haribo drauf und an, was weiß was man ich. isst. Also wie gesagt, es gibt auch italienische Wurst, zum Beispiel diese Salsiccia, die sind sehr lecker. Man merkt gar nicht, dass es Schwein ist. Es gibt wirklich also Produkte von Schwein, die sehr gut schmecken. Aber nur weil wir ja das nicht kennen, ne? Und du siehst Schweinfleisch und dann kochst du es vielleicht ein Dings, ein Marokkaner, der hat nicht gesehen, Packung, der wusste nicht, dass es Schwein ist und der hat einen Tagine daraus gemacht, also eine Marmelade, so einen Topf, Eintopf hat er gemacht und das schmeckt natürlich nicht, weil es zu fettig ist und so natürlich. Aber ich esse auch keine so richtige Fleisch, habe ich auch nie gegessen von Schwein, so jetzt ein richtiges Steak oder so, hat mir auch nicht geschmeckt, das ist ja auch nicht, ist ja so. Ich schwöre, der Taji mit Schwein gegessen, der hat es immer gekauft, der wusste nie, dass es Schwein ist, bis irgendwann irgendjemand für ihn die Packung gelesen hat, es ist schon früher, und der sagt ihm, das ist doch Schwein. Die haben genug, der hat seine Aber Freunde ist es, eingeladen, die haben alle Schwein gegessen. Babo, Ja. ich habe eine Frage. Dürfen die normalerweise, die Muslime zum Beispiel bei Aldi, Lidl und so weiter einkaufen? Eigentlich normalerweise nicht, weil das Natürlich wird nicht, auch allein Alkohol weil da da Alkohol verkauft und so. verkauft wird. Ja. Allein weil da Alkohol Ja. verkauft wird, dürfen sie nicht. Nee. Ja. Weil Ja. Alkohol, Also überleg ich glaube, das dir. sind 9
Neun sind verflucht, wer der Alkohol Ja. trägt, wer es verkauft, wer es ausschenkt, wer es in Flaschen macht, alles, alles, wer es produziert, alle sind von Allah verflucht. Also Du kurz darfst nicht mal in gesagt, einen Laden arbeiten, du darfst nicht mal da arbeiten. Nicht nur einkaufen, du darfst ja. nicht mal in einen Laden arbeiten, wo Alkohol getrunken wird oder verkauft wird. Darfst du nicht. Oder produziert wird Also oder kurz was auch gesagt, immer. ja. Also kurz gesagt, wir haben nur ein paar Tausende, die richtig zum Islam gehen, ne? Und die Ja. anderen sind alle schon aus dem Islam getreten, Natürlich, aus das dieser ganze ganzen Geld hier Sache. ist haram. Das ganze Geld hier in Ja. Deutschland ist haram, ist volle Ja. Zinsen, Schweinfleisch, Geld, Alkohol, Geld, Dings, rote Viertelgeld, was noch? Alles, alles, alles. Das Ja, Geld ist hier nicht das sauber ist hier. alles ist Haram. Ja. Nein. Also, wenn man, ich habe ja jetzt einen Cousin, der ist Meller, sogar Meller, ne? Und der hat Ja. drei Kinder und der arbeitet nicht, der sitzt zu Hause und da kommt, der sagt, der sieht mich immer, Allah hedik, Allah hedik, komm, ich lese dir was vor, komm, ich mache dir Hijab, damit du es im Islam. Ich habe gesagt, geh mal weg. Eine Meller, der sitzt zu Hause und frisst sich nur vom Kindergeld, nicht mal Arbeit, vom Sozialhilfe, ne? Und du sagst, ja, das ist Jizya. Ich habe gesagt, ja, siehst du, das ist Wir sehen Jizya, es das nicht ist so, eure ja. Jizya. Ja, das Ja, ist weil die Jizya. vielleicht dümmer sind. Überleg dir so einen Gedanken, Du bist Alter. bei Ich denen, sag, du bist doch der bei denen, die sind nicht bei dir. Wenn sie jetzt bei dir gelebt ja. würden, okay, das sind Ahle Dhimma und die müssen jetzt Jizya zahlen. So. Aber wenn du bei denen lebst, nein. Oh. Naja. Ja, auch kein Bankkonto, natürlich, ja. Weihnachtsgeld ist halal. Gar nicht, sowas gar nicht normalerweise. Also man darf, okay, manche Gelehrte sagen, man darf auch Fleisch, die nicht geschlachtet, also die übertreiben nur die Muslime hier. Also nach islamischer Gesetze dürften sie auch Fleisch, die nicht nach islamischer Tradition geschlachtet ist, dürfen sie es auch essen. Da darf man. Es steht Ja, aber auch im das ist, Koran. ich habe, Da ist ein Vers im Koran, ja, der erlaubt, aber dass man Fleisch von Ungläubigen isst. Und ich glaube, das war Tayyibat. Und das ist ja das Fleisch auch von Ungläubigen darf man essen. Aber die übertreiben immer, du weißt, ja. die wollen immer übertreiben. Also eigentlich dürfen sie. Und wenn du kein anderes Fleisch findest, darfst du sogar auch Schweinfleisch essen. Du darfst auch Blut trinken, wenn du zum Beispiel in der Wüste irgendwo kein Wasser trinkst, findest und so. Also Ja, wenn du nicht findest, daher ist es hier nicht normal. ja, am Ende, wenn du nichts findest, dann such dir eine ohne Gläubiger, kann es ihm auch essen. Das ist auch Ja, mein Gott. Ja, halal. das stimmt. Ja. Ja, Das stimmt. Ja, der das ist Lebendige. auch halal. Ja, ein Ungläubiger. Ja, Überleg das dir, stimmt. du darfst Ungläubige essen, aber du darfst kein Schweinefleisch essen. Überleg dir Krank. dieser Ja. Gedanken alleine, ja. Ja, aber das mit den Vers kann ich euch gerne suchen, Freunde, wo es erlaubt ist, auch Fleisch von Andersgläubigen zu essen. Also, das steht wirklich im Koran. Habe ich mal auf ein Fatwa gelesen Gut. und da stand es wirklich so, dass man es, ja, wenn man im Ausland ist, darf man es essen. Ja. Ja. Dann bitteschön. Und Apostaten. Ja, man darf ja allerdings. Ja, aber eigentlich Christen und Juden sind ja auch halt laut Islam gläubig, ne? Al-Kitab. Ich kann euch gerne, warte, ich kann euch gerne den Vers suchen, Freunde, damit ihr auch wisst, worüber ich rede. Warte, Sekunde. Sekunde, Freunde. Ich suche es für euch. Ja, es steht im Koran. Also die Fatwa hat ja auch begründet mit einem Vers im Koran. Warte. Ihr wisst, wenn ich was gelesen habe oder gesehen habe, denke ich, vergiss es nicht. Ja, genau. Ja, Ibn al-Baz sagt: قد أجمع علماء الإسلام على تحريم ذبائح المشركين من عباد الأوثان ومنكر الأديان ونحوهم من جميع أصناف الكفار غير اليهود والنصارى والمجوس. وأجمعوا على إباحة ذبيحة أهل الكتاب من اليهود والنصارى. Also es gibt إجماع, eine Einigung, dass man Fleisch von Majus, Majus sind die Feuer beten, von Nasara, Ja. Christen und Juden. Du hast es verstanden, oder? Ja. Das ist ein Ijma. Ein Ijma ist eine Einigung. Und als Ich mach. Sunnit bist du Ja, gezwungen alle. an Koran
an Sunna, an Ijma und an Qiyas zu glauben. Warte, ich sage euch hier den Vers, der an den Vers, den sie gebraucht hat. Ja. قالت قالوا يا رسول الله إنها هنا قوام حيث الأمر بشركيتنا بالأحماني لا ندري يذكرون اسم الله عليه أم لا قال أذكروا أنتم اسم الله وكلوا also hier ist ein Hadith von Bukhari عائشة hat das erzählt يا رسول الله إنها هنا أقواما حديث عهدهم بالشرك يأتون بالأحماني لا ندري يذكرون اسم الله عليه أم لا also es sind zu uns Leute gekommen mit Fleisch Und wir wissen nicht, ob sie den Namen Allah gesagt haben, also Allahu Akbar vor dem Schlachten gesagt haben oder nicht. Und er sagte, Udkuru antum ismallahi wa kulu. Sagt ihr Allahu Akbar und isst. Ne? Mhm. Warte, okay. Ich sag euch schon wieder. Ich sag euch jetzt den Vers. Den Vers. Warte. Was steht da? Ahlalna lakum tayyibati und warte. Also nur nicht die Ungläubigen, die Leute, die zum Beispiel wie Atheisten und so, nein, das ist die Leute, die Religionen und die Götter Komplett ablehnen? Nein, das darf ich nicht. Ja, hier ist Surat al-Ma'idah. Surat al-Ma'idah, Vers 5. Al-Yawma uhilla lakum al-Tayyibatu wa ta'amu al-Ladina utul Kitaba hillun lakum wa ta'amukum hillun lahum. Habt ihr gehört, Leute? Warte, ich sag euch genau den Vers auf Deutsch. Warte. Warte, ich sag euch den Vers auf Deutsch. Also Sure 5, Vers 5. Ich habe euch gesagt, die übertreiben hier nur mit ihren überislamischen Gesetzen. Ja, heute hier. Sure 5, genau, Vers 5, genau. Heute sind euch die guten Dinge erlaubt und die Speise derjenigen, denen die Schrift gegeben wurde, ist euch erlaubt und eure Speise ist ihnen erlaubt und die Ehrbaren von den gläubigen Frauen und die ehrbaren Frauen denjenigen, denen von euch die Schrift gegeben wurde, wenn ihr ihnen ihre Lohn gebt als ehrbare Ehemänner, also hier das, aber habt ihr gehört, heute sind euch die guten Dinge erlaubt und die Speise derjenigen, denen die Schrift gegeben wurde, ist euch erlaubt und eure Speise ist es ihnen erlaubt. Also, was ist jetzt, Leute? Warum haben wir hier überall Halal-Metzgerei in Deutschland? Das ist nur Geldmacherei, ich habe euch gesagt. Die Frauen auch, Ahmed Sika, ja. Also, ich habe euch gesagt, ich bin mir sicher, ich sage nicht Sachen, wenn ich mir nicht sicher bin, sage ich es nicht. Also, außer jetzt von Ungläubigen, Leute, die Religionen komplett ablehnen und so, also von Christen, Juden und Majus, die Feuer beten, ist deren Fleisch erlaubt. Auch wenn sie nicht Allahu Akbar sagen beim Schlachten, ihr dürft das essen. Und im Koran steht das auch. Also die ganzen Leute, die Geschäfte haben von Halal, das ist nur Geldmacherei und Verarsche. Ich habe einmal gesehen, einen Friseur, der steht bei ihm Halal. Ich habe gesagt, Friseur Halal, wollt ihr mich verarschen? Die übertreiben mit ihrem Halal. Ich schwör's dir, einer in Spanien, der hat gesehen, dass überall, wo Halal steht, die Leute dorthin gehen, die hat einen Friseurladen und der hat einfach geschrieben, Halal, damit die Leute ihre Haare bei ihm schneiden. Keine Ahnung, ob da. Keine Ahnung. Ja, man darf alles essen hier, Fleisch. Ich schwör's euch, das wissen nun die Muslime nicht. Warum? Ey, und habt ihr gemerkt, das ist das gleiche Fleisch. Das gleiche Fleisch bei den Halal-Läden, genau wie bei Penny, Rewe oder das ist so. Das gleiche Fleisch. Vielleicht hat es einmal genau, gemerkt, hatte selber, Menschen. Ja, Bruder? Ja, ja. Nein, Babo, ich hatte einen Supermarkt. Das ist das gleiche Fleisch. Das ist das gleiche Fleisch, was ich kaufe, verkaufe ich in meinem Supermarkt. Ja, natürlich, das und, ist das Gleiche. Die Muslime kamen zu mir und die haben da gekauft, weil die dachten, ey, ich kaufe das gleiche Markt, jeder geht dahin.
Jeder geht ein. Ich Es war kann doch eine nicht sein, Großmarkt ging. dass das verschiedene, das kann nicht sein, dass das verschiedene Dings, die können ja auch nicht bei jedem Allahu Akbar sagen. Also die produzieren, das ist Massenproduktion. Und man merkt, dass die, ich habe einmal gemerkt, bei Hähnchen, die sind genauso geschnitten wie bei Rewe. Und ich habe mir gedacht, es kann doch nicht sein, dass die alle gleich schneiden, ne? Genauso gleich, die gleiche Qualität. Die kommen aus dem gleichen Laden, der stempelt nur drauf Halal und fertig. Und dann musst du mehr zahlen bei den Halal-Läden als in Supermarkt. Das ist nur Geld machen. Diese Leute waren schlau zu sagen, ja, Fleisch, die nicht geschlachtet wurde nach islamischer Dings, ist verboten. Und es gibt eine Einigung. Das heißt, alle islamischen Gelehrte sind sich einig, dass man Fleisch essen darf, die nicht nach islamischer Art geschlachtet wurde. Ja, siehst du. Das ist auf Nase, Gottes Segen, Bruder. Gute Segen. Im Supermarkt kannst du nicht wissen, ob es Christen oder. Ja, wir sind ja in einem christlichen Land, ich bitte dich. Also, man darf es essen, man darf hier Fleisch essen, die übertreiben nur die Muslime. Steht auf den Schlachtmaschinen nur Bismillah Allah Akbar. Die sind dumm, die sind einfach zu verarschen. Die werden einfach. Ja. Du gehst in eine Maschine, warte, du gehst in eine Maschine, die Kopf schneidet für 100, ne, und da sagst du nur einmal Allahu Akbar und die sind alle halal. Jesaja. Jesaja, ja, mit Herrn, ja, wenn wir ein Thema festmachen, ne? Damit er nicht springt von Thema zu Thema, wir machen ein Thema, irgendein Thema, ein problematisches Thema, und wir können gerne da debattieren, sehr gerne. Aber der wird Nein sagen. Das haben viele versucht vorher, hat auch diese Debatten-TV, hat versucht bei Hamdi, bei Liebe zum Hadid, der hat versucht bei alle. Die wollten mich nicht debattieren. Die machen das nicht. Das ist für sie Selbstmord. Also die machen es nie. Selbstmord, du bist kein Christ, wir können dich nicht eingreifen. Mit was? Genau, genau, Mit genau. was? Mit was? Was sollen die dich eingreifen? Die werden dir sagen, ja, jetzt kannst du deine Mutter, deine Schwester heiraten und du kannst Schweinefleisch essen. Das ist der Einzige, was Ich sie kann dich ihm sagen, eingreifen. und Ich du habe kannst gesagt, deine er Oma. behindert. Und der kann auch seine Ja. Oma heiraten. Das steht nicht Ja. von Oma. Es steht nicht verboten, mit deiner Oma zu schlafen im Koran. Steht nur Mutter, Schwester, Kinder. Aber steht nicht Oma. Er kann Ja, mit seiner siehst Oma. du? Was hält ihn davon ab, mit seiner Oma zu schlafen? Das werde ich ihm sagen. Außerdem Schäferi hat es erlaubt, mit deiner Mutter zu schlafen. Wenn dein Vater tot ist, der älteste Sohn darf mit seiner Mutter schlafen. Ja, weil Überleg damit sie nicht halt jetzt Sina macht, damit sie nicht mit einem anderen macht, ihre älteste Sohn soll sie befriedigen. Und Ibn Uthaymin hat ist sogar weit gegangen, hat gesagt, ja, du machst ein Tuch einfach um deinen Ding und stehst mit deiner Mutter. Als würde dieses Tuch irgendwas, keine Ahnung, also krank. Also Schafi'i Tuch auf und was? Ibn Uthaymin, ja, ein Tuch um deinen Ding, ne? Und dann kannst du mit deiner Mutter schlafen, hat Ibn Uthaymin gesagt. Und Schäferi hat das auch erlaubt. Ja. Krank. Ich war krank. Na, wenn man genug Wissen hat, da können sie auch mit diesen Argumenten nicht durchkommen. Schweinflächen, für Fleisch essen, ich bin vegan. Ich bin gegen nie, ich esse gar keine tierischen Produkte. Also von daher, weißt du, ich bin allgemein gegen Tierquälerei oder gegen ein Tier zu töten oder zu Ausbeutern. Da bin ich komplett dagegen, aus prinzipielle, nicht aus religiöse Gründe. Ich war bei Abu Bakr, ja, war ich noch eine, wie heißt er nochmal? Eine Frage, nicht Ja, eine Frage, Jesaja, haben wenn du mich überredest, ja. rausgeschmissen. Die haben mich gefragt, was bist du? Ich habe gesagt, Ex-Muslim, raus mit dir, sofort, raus mit dir. Natürlich. Ich war bei denen zweimal, die wollten mich nicht debattieren, die haben mich runtergeschickt und haben mich einfach Ja. gestummt. Und die meinen, ich wollte nicht hoch und die haben mich gestummt. Ich konnte nicht schreiben, ich konnte nichts machen. Und die sagen, ja, seht ihr, der ist abgehauen. Und ich war da. Und bevor die mich gestummt haben, ich sagte, was habt ihr Angsthasen? Holt mich hoch. Ihr solltet mich doch zurückbringen zum Islam. Ihr bekommt doch Belohnung von Allah. Wollt ihr keine Ajr haben? Weißt du, ich habe sie noch provoziert. Die wollten mich trotzdem nicht. Jesaja, versuch ihn zu überreden. Wenn er sagt, okay, bin ich gerne bereit, hier vor wie viel, 37 Leute, vor alle Leute sage ich bin bereit. Wir wählen ein, zwei Thema, eine Thema reicht schon. Und dann machen wir auf einen neutralen Boden, machen wir diese Timer, ne, diese Timer, jeder bekommt seine 5 Minuten Zeit.
Ich gebe meine Argumente, der gibt seine Argumente, der stummt mich nicht, ich stumme ihm nicht, der unterbricht mich nicht, ich unterbreche ihn nicht. Das ist mein einziger Dings, ist, dass wir es in einem neutralen Live machen, damit er mich nicht stummt und damit jeder seine Zeit bekommt zu reden. Mit Timer, da kann er auch nicht reden und wenn er redet, kann ich nicht reden. Ja. Die gehen niemals drauf ein. Ja, Niemals. ich war einmal bei denen, wir haben über Kinder eher geredet und die sagten mir, nein, hier, ich lese dir den Tafsir. Das war aber kein Tafsir, das war aus einer Seite, einem Forum. Welcher normale Mensch holt sich Argumente aus einem Forum? Das sind irgendwelche Leute, die auf diesem Forum geschrieben haben, ihre eigene Meinung. Nee, hol mir irgendeinen richtigen Gelehrter. Der wollte mir nicht, der hat mir den Tafsir von einem Hadith gelesen und nicht den Tafsir von der Vers, den ich gesagt habe, das ist doch nicht der Tafsir. Ich kenne die Tafsir auswendig von denen alle, verstehst du? Als er angefangen hat zu lesen, habe ich gesagt, nein, das ist nicht der Tafsir. Und dann hat er angefangen zu schreien, dann hat Hamdi angefangen zu schreien, nein, das ist ein Hundesohn, Ibn Kalb, Schatschem, mach ihn verrückt, mach seine Mutter verrückt. Die haben angefangen zu beleidigen und mich runtergeschickt. Also ich hatte nicht mal eine Minute Zeit. Ja, Jesaja, kannst du versuchen. Ich bin dabei, aber sag mir bitte Bescheid einen Tag vorher wenigstens, ja, damit ich auch meine Zeit plane oder 2 Tage vorher. Ja. Ja, die können nur lügen, manipulieren und auch beim. Der hat bei der Übersetzung vom Arabisch auf Deutsch, der hat es auf Arabisch gelesen und was anderes auf Deutsch übersetzt. Und Ja, ich habe das es ist eine gemerkt. Übersetzung. Der übersetzt selber, ja, Und der der hat es übersetzt gelogen, ich selber. habe es gemerkt. Also, was erzählst du da für einen Scheiß? Genau, Jesaja, ja. Es gibt genug darüber zu reden, ja. Er kann sich aussuchen, was er will. Menschenrechte, Sklaverei, Dschihad, Kinderehe. Ja, es gibt genug dazu zu besprechen. Dann kommen die bei uns, sagen die, ihr macht Hetzerei. Ich habe gesagt, ja, dann holt einen Gelehrter Aber oder ich holt glaube nicht, dass, weißt du, jemanden. ihr Wir habt fragen, wir Angst. stellen die Fragen. Ja, wir stellen die Fragen, soll er uns sagen? Soll er einfach sagen, was ist aus dieser Hadith, was ist aus dieser Vers? Soll er uns sagen? Kommt keiner. Der Hansi, der ist bescheuert. Der macht das nicht. Das ist für ihn, als würde er sich selbst ins Bein schießen. Der weiß, der kann mich nicht manipulieren und der weiß, er kann nicht lügen. Wenn ich da bin, kann er nicht, weil ich werde ihn ja einfach blamieren. Es ist nicht normal. Die versuchen weiter zu verarschen, weiter zu lügen, alles zu verdrehen, damit es irgendwie passt. Ich meine, die sind nicht mal ehrlich mit sich selbst. Die sind nicht mal mit sich selbst ehrlich. Babo, kannst du Ja. mir ein Vers, das übersetzen? Also nicht übersetzen, was das bedeutet. Vers Sura 58, Vers 12. Moment. Wer mit dem Prophet redet, muss Sadaqa geben. Die Sadaqa an wem? Ja, an wem aber die Sadaqa? An einen Propheten? Ja, wenn du mit ihm Oder? reden willst, dann sollst du ja. Ja. Und auch wenn du bei ihm zu Hause kommst, isst und guckt nicht und dies, ja, kennst du auch den anderen Vers? Ja. Guckt Die nicht. sagen nein, an Sadaqa an andere. Ich habe gesagt, nein, an Propheten, nicht an andere. Richtig, ein Sadaqa Prophet. gibt es so, hat man sowieso gegeben damals, die Sadaqa. Inna Warum? jaytum Ja. ar-Rasul, kenne ich ja, atu bayna ana wa aydikum sadaqat. Kommt mit Sadaqat zum Propheten. Ja, ich kenne ihn, Sarah Bernd. Ich kenne Fermi, der kam immer zu mir, bevor er überhaupt live gehen konnte. Na, da hat er damals nur weniger Follower. Sie hat sich die meisten Follower hier bei mir geholt, die Muslime. Aber ja, das ist alles heuchlerisch. Ich habe ihn nie ernst genommen. Ich habe ihm auch gesagt, was ich denke. Nein, Habe ich ihm immer, ich habe ihm ich immer hoffe. Hadithe rausgeholt, dann wollte er diesen Hadith nicht haben, dann wollte er diesen Hadith und ich saß nicht mehr. Für mich war das einfach, macht keinen Sinn, ne? Mit ihm kannst du nicht debattieren oder sonst was, kannst du nicht, also der. Ich war ja seit 3 Stunden war ich ja mit ihm und der ist nur abgehauen. Der kommt jetzt manchmal hier bei mir, der Nee. kommt rein, aber der kommt nicht hoch. Nee. Nee.
Ja, genau, Zuschauer, genau, die bekommen ihr Ansehen, dieser Respekt und diese. Ah, die sind Heuchler alle und hinterhältig und verarschen sich alle gegenseitig, ne? Munafiqun sind, das ist Munafiqun. Das ist einfach richtig Dings. Sagen ihm, Mubarakallah, die wissen, dass er lügt. Die wissen, dass er lügt und sagt ihm, ja, Subhanallah und so. Man merkt schon in ihren Augen, dass sie da sich gegenseitig lügen quasi. Gute Nacht, Jesaja, gute Nacht, Bruder. Gute Nacht, Lehrer. Ja. Okay. Genau. Ja, aber der bekommt davon Geld, ja. Es ist meistens so. Der hat aber wenig Ahnung. Der hat wenig Ahnung. Über Islam hat er wenig. Und diese ganzen Angriffe, die sie auf Christen machen, sind ja auch von irgendwelchen Forum rausgeholt. Ach so, ja, der macht mit dem Forum, der Forum heißt Ar-Radd ala Shubuhat Hamir al-Kanisa. Also Antwort auf die Behauptungen vom Kirchenesel. Also die Kirchenesel. Und das ist die Seite von wo er mir die Antworten holt. Ich habe mir gedacht, willst du mich verarschen? Ist das jetzt eine authentische Quelle? Ja, die ist wirklich vom Forum. Wirklich. Radd ala Shubuhat Hamir al-Kanisa. So heißt doch diese Forum. Und ich sage ihm Ibn Kathir, Ibn Taymiyyah, Qurtubi, ich sage ihm Jalalain, Tabari, Al-Baghawi. Ich sage, also ich rede mit dem mit richtigen Gelehrten, der sagt mir das von Radala, Shubuhat Hamir al-Kanisa. Lernt mal Deutsch, bevor. Es reicht, dass ich Arabisch kenne. Das reicht, dass Arabisch meine Muttersprache ist. Da bin ich richtig mächtig und das reicht schon erstmal. Für Deutsch Genau, habe ich Zeit zu das lernen. finde ich auch. Und außerdem, Genau. ich finde, ich kann das sehr gut erklären. Die Leute verstehen mich. Ich finde, ich glaube nicht, dass ich ein Problem habe. Wenn ich ein Problem haben sollte, kann ich ja einfach das Wort auf Deutsch übersetzen, gucken, was das heißt auf Deutsch und dann sage ich es. Ich habe da keine Schwierigkeiten, keine Sorge. Ich mache Aufklärung auf mehrere Sprachen. Also rede erstmal so viel Sprachen wie ich und dann komm hier und rede. Das ist jetzt keine Beleidigung, für das funktioniert nicht bei mir. Das juckt mich nicht. Also Leute, man kann mich nicht so einfach provozieren. Also Baba, meine Muttersprache ist Arabisch. Kurdisch kenne ich dazu. Türkisch kenne ich dazu. Also das reicht mir. Also wenn ein Türke kommt, da kann ich genauso sprechen mit ihm wie mein Deutsch. Und Kurdisch, genau meine Muttersprache wie die Arabisch. Und nur Arabisch habe ich ja, ich war ja selber aus Mosul, ne? Und da habe ich ja, in Schule habe ich ja gelesen und geschrieben, ne? Also wir sprechen auch zu Hause Arabisch. Also, wenn mein Deutsch Katastrophe ist, ist mir egal. Hauptsache, dass ich Koran besser als diejenigen, die hier auf Shisha-Moslems, kann ich ja besser lesen als die, ganz ehrlich. Die Und das ist sprechen außerdem, deren Deutsch ist dieses Straßendeutsch, ne? Diese genau. Straßen-Dings. Ich war ja noch nie in eine Schule, um Deutsch zu lernen. Ich bin keine Flüchtling Ich auch gewesen. nicht. Ich bin hier legal gekommen und daher habe ich keine Hilfe bekommen, um die Sprache zu lernen. Ich hatte keine deutsche Kurs, sonst was, keine Integrationskurse, nichts. Das, was ich kenne, diese Deutsch, den ich mit euch spreche, habe ich nur im Internet ge gelernt oder einfach so, weil ich mit Leuten rede und schreibe. Und so habe ich gelernt. Und ich kann 7 Sprachen. Lern erstmal so viele Sprachen wie ich. Ja, dann komm hoch. Wenn du Amir zum Weinen gebracht hast, dann komm hoch. Ich wusste nicht, dass du ihn zum Weinen gebracht hast, ehrlich gesagt. Ich war die ganze Zeit, habe ich ihm angehört, ne? Ich glaube, was ich gesehen habe, hat euch alle fertig gemacht, ehrlich. Der sieht, der hört, dass du hast nur du hast über einen Vers geredet, wo es gesagt hat, es ist Sadaqa und ich habe dir direkt den Vers rezitiert, oder nicht? Leute, ich kannte den ganzen Koran auswendig. Ich habe das studiert. Spiele nicht mit mir diese Spiele. Deswegen wollen sie mich ja auch nicht debattieren. Der nimmt mir einen Vers und ich rezitiere es ja auswendig aus meinem Kopf. Modi, Oma, es gibt vieles, es gibt's auch, ich sag ja nicht, ich bin Gelehrter, hier Gelehrter, und deswegen habe ich ihm, ich hab mit von vielen Gelehrten in YouTube, und die haben das gleiche Meinung. Deswegen habe ich auch Babu gefragt, er hat auch bestätigt, also, Das war ja so, ist weil die wirklich haben so, ihn gestört, Bruder. Die haben Mohammed gestört. Die Leute kamen für jede Kleinigkeit zu Mohammed und haben ihn gefragt, ja,
Die wollten irgendwas wissen. Und deswegen kam dieser Vers: Wenn ihr zu ihm kommt, dann bringt ein bisschen eure Hände eine Sadaka. Ja, Al-Alohu-Träger. Ja. Ja, ich musste ja den Koran lernen, wie ich habe euch oft gesagt. Wir müssen rezitieren in der Schule, haben Schläge dafür bekommen, wenn wir Fehler gemacht haben. Du dürfst nicht mal einen Buchstabe falsch sagen oder einen. Ja. Ich kenne jetzt nicht mehr den ganzen, aber mittlerweile viel davon kenne ich noch. Weißt du, wenn ich jetzt höre, jemanden, der einen Vers redet, weiß ich genau direkt, über welche Vers der redet. Ja. Ich hab keinen Koran mehr gelesen seit 13 Jahren, keinen Islambücher. Ich habe nichts hier vom Islam zu Hause, gar nicht. Alles, was ich sage, ist von meinem Kopf, Leute. Alles, was ich sage, ist von meinem Kopf. Ich habe keine Bücher, ich habe keinen Koran mehr angefasst, 13 Jahre noch, nie mehr gelesen oder irgendwelche Hadithe. Alles habe ich. Vorhin hatte mich auch einer hier über einen Hadith gefragt, über die Verhütung. Da wusste ich direkt, habe ich ihm gesagt, in welchem Krieg das war und wie es passiert ist. Habe ihm auch den Hadith gesagt auf Arabisch, aber von meinem Kopf. Ich habe noch alles da. Ahmed, ja, leider, ich hab oft Schläge bekommen vom Schüler. Und das war nicht mit Holzstock, sondern mit Aluminium. Mein Lehrer hat sie in Aluminium gehabt. Und ich musste meine Hand nicht sogar auf meinen Knochen. Sie hat auf meinen Knochen geschlagen. Irgendwann hat mich mein Vater abgeholt. Ich musste zum Krankenhaus. Überleg dir. In den Krankenhaus. Ja, die wissen das alles nicht. Keiner glaubt das ehrlich, aber ich habe das erlebt. Das ist in 90er in Irak, habe ich das wirklich erlebt. Ja, Zuschauer, würden Sie nur Physik und ja und Chemie und solche Sachen lernen, ja, da wären Sie schon längst. Ja, und du lernst, stell dir mal vor, du bist ein Kind und du musst den Koran auswendig lernen und du weißt nicht mal, was das bedeutet. Also mit 6 habe ich angefangen und da wusste ich nicht mal, was diese Wörter bedeuten. Viele Wörter habe ich, also du musst es in das auswendig lernen, was du ja nicht mal verstehst. Das ist richtig bescheuert, das ist eine Herausforderung. Als würde ich jetzt einen Text auf Chinesisch lesen, obwohl ich auswendig lernen, obwohl ich die Bedeutung nicht kenne. Einen Text auswendig zu lernen, ohne die Bedeutung zu kennen. Wir müssen es quasi singen, um es ja irgendwie lernen zu können. Wir müssen wirklich singen. Ahmed Islam, guck mal, ich habe das erlebt in der Schule vor 90er. Da war ich noch 6, 7, nee, dann kam 90er und da gab es Krieg und so. Ja, und weil, ja, als es Krieg gab, nee, dann musste niemanden, also die Kinder mit, wirklich, musste niemanden mit Kindern zum Beispiel mit Stock schlagen oder so, dass er mir betet oder so, weil wir waren ja beschäftigt, echt beschäftigt mit dem Krieg und so weiter. Und du weißt selber die Geschichte vom Irak seit. Eigentlich immer Krieg, ne? Und da habe ich, und dann bis 97, 98 bin ich von da abgehauen. Da konnte ich nicht mehr. Krank, ja. Kaha'at, lass Rose in Ruhe. Außerdem, es heißt Jahila. Eine Frau Jahila, ein Mann Jahil. Geh erst mal lernen. Für eine Frau sagst du Jahila, ein Mann Jahil. Sie schreibt, geh Jahil. Ja. Oder Käfir. Ja, weil letztens einer auch sagte, ja, Aisha radiallahu anhu. Ich sage, Aisha radiallahu anha, nicht anhu. Das ist eine Frau, radiallahu anha, nicht anhu. Ja, Kafir, ja, nicht Kuffar. Ja. Diese Fehler, ich lache immer. Letztens auch einer, der liest mir den Koran, ich sage ihm, nein, nicht so. Und ich sag ihm, wie man das sagen soll, und er sagt es wieder falsch. Weil das ist bei mir so geblieben, weißt du, von der Zeit, wo wir Madrasa gelernt haben. Du darfst ja da nichts falsch sagen im Koran. Du musst es genau so lesen, wie es geschrieben ist. Ja, ja. Du, da, das du ist musst, genau, ja, Babu. Wenn Babu, Allahu, musst du Allahu sagen und nicht Allaha. Genau, Babu,
Einmal war ich live, eine war eine, so, der konnte kein nicht Arabisch und der andere ist, konnte wirklich gut Arabisch. Und beide waren Muslim und der eine, der nicht gut Arabisch hat, Abu Bakr, Abu Ba'ar genannt, ne? Dann habe ich Abu Ba'ar, musste ich lachen, habe ich auch gesagt, Abu Ba'ar. Und der Arabisch konnte, hat er mich beleidigt, weil ich das gesagt habe. Ich sagte, du Penner, er hat doch gesagt, nicht ich, Abu Ba'ar. Und du weißt, Ja, Bar das sagten die Araber, Bar also Mist bedeutet, du findest ein Kamel. Die haben so gemacht, die sind gelaufen in der Wüste und wenn sie Mist gesehen haben von Kamel, das hat bedeutet, dass eine Karawane hier war. So haben sie die Karawane gefunden, also das sind Leute, die nach Mist gesucht haben. Also. Jetzt hast du es gelernt, KHA, sehr gut. Jetzt hast du es, kannst du damit angeben bei deinen muslimischen Freunden? Kannst du damit angeben, dass du Jahila gelernt hast? Ja. Wahnsinnig, Freunde. Macht mich noch verrückt. Ach so. Wer ist Christ? KHA. Ach so, ich dachte, er wäre Muslim. Nein. Raumschiffe in der Wüste. Die haben nicht mal Toilette ge gebaut, Mann. Die haben nicht mal Toiletten gebaut. Sonst hätten wir heute kein Hijab. Die haben keine. Wie willst du Häuser bauen? Die hatten auch keine Häuser. Dieser Haus von Aisha, wo die ganzen Dings, Gräber und so. Ja, von wegen. Das stimmt nicht. Diese Leute hatten keine Häuser. Die hatten nur Zelte. Sogar Allah Zelte, nur immer nur. sieht, die haben nur in Dings, in Zelte gelebt. Wenn sogar Allah dir sagt, Maksurat und Fil-Khiyam, dass du in dem Paradies Huris hast, die in Zelten auf dich warten. Sogar im Paradies, sogar die haben sich nicht mal Dings, die haben sich nicht mal denken können oder die hatten nicht mal genügend Fantasie zu denken, dass in Paradies Häuser gibt. Diese Leute kannten keine Häuser. Die kannten keine Häuser, die wissen nicht, was ein Haus ist. Die haben nichts gebaut. Wenn es in Paradies keine Häuser gibt, warum sollen die damals Häuser gewusst? Warum sollten die damals Häuser haben? Die sagen, es gibt nur Zelte im Paradies. Sogar im Paradies gibt es Zelte. Und einen Schatten von eine Palme. Und eine Quelle Wasser. Das zeigt, wie diese Menschen damals gelebt haben und wie ihre Wünsche waren. Die haben sich nur Schatten gewünscht, die armen Leute. Ja, einfach ein Zelt. Eine Huri, die auf dich auf in ein Zelt wartet. Hurun, Maksurat und Fil-Khiyam. Ja, das steht im Koran, Bruder. Die hatten keine Häuser. Ey, wenn der König von Saudi-Arabien in 1940er, 50er, 1950 noch im Zelt gelebt hat und der hat sich bewegt die ganze Zeit als Nomade und im Zelt gelebt, bevor Amerika kam und denen alles gebaut hat und den Öl rausgeholt hat. Guckt euch mal bitte Wirklich, das Bilder, ist ja. wirklich, ehrlich. Ja, natürlich, Das ich habe ist wirklich gesehen eine so. Reportage, als der Ja. kam, um mit dem Präsidenten von Ja. Amerika damals zu treffen. Der kam mit Ja. seinen Zelten auf Kamele und so. Der hat als Nomade gelebt, der König. Die hatten keine Häuser. 1950 hatte der König von Saudi-Arabien kein Haus. Warum soll Mohammed vor 1400 Jahren ein Haus haben in der Wüste? Womit sollen sie diese Häuser bauen? Um ein Haus zu bauen, brauchst du Steine, brauchst du Zement. Guck mal die Römer. Die haben Zement erfunden und danach ist dieses Wissen verloren gegangen und es hat tausende von Jahren gedauert, bis wir wieder Zement erfunden haben. Also ich meine, es gab keine Häuser. Die kannten kein Zement, die kannten nichts, die wussten nicht mal, wie man ein Haus baut. Die haben Zelte gebaut, danach haben sie sich bewegt, die haben ein anderes Dorf angegriffen, da haben sie wieder da Zelte gebaut und so. Die haben wie Nomaden gelebt. Expansion, nein, ja, kenne ich den Vers. Das bedeutet aber nicht, in den Tafsir hast du diese Musi'un, bedeutet nicht Expansion, das bedeutet Musi'una fil Khalq. Dass wir weiteres erschaffen werden, also andere Tiere und so. Das hat nichts mehr, sondern wenn man den Tafsir liest, wie bei Jahila, Ahmed Sika, also, ja, inna khalaqna, wa inna la musi'un, das bedeutet, Musi'un bedeutet, wir erweitern die Schöpfung, dass wir was anderes schöpfen werden. Das bedeutet nicht, dass wir die Universum erweitern, da steht nichts von Universum. In den Tafsir, also haben die Das ist Leute. ein Ort. Ja, haben die Freunde von Mohammed die Universum-Expansion gewusst? Nein, haben sie nicht gewusst.
Also warum soll er denn das sowas sagen? Wir müssen gucken, was haben die Leute damals verstanden? Was haben die Mufassirins gesagt? Der Mufassir Lampen. sagt ja, Expansion in Schöpfung, dass der was, nicht Expansion, erweitern, Musi'un, wir werden weitere andere Sachen schöpfen, wie Tiere, wie dies, wie das, also nichts von Expansion, der. Das ist, man sollte man wirklich den Tafsir da lesen. Ja, nein, 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 nichts vom Universum. Ja, steht nicht. Oder Was diese für Überweisung? Ich Kullun sag fi mal, felakin yasbahun, sagte er. ja, die Sterne, ne? Ja. Die Sterne im Himmel, die sagen, das waren eine Lampen, Musbah, Lampen. Ja, also das steht ja auch in Surat Ar-Rahman, glaube ich, steht auch. والأشجار والنجوم فبأي آلاء ربكما تكذبان والشمس والقمر بحسبان فبأي آلاء الأشجار والنجوم دي زونة ist doch ein Stern. Der sagt dir, wir haben die Sterne und Bäume erschaffen und danach sagt er dir, ja, und die Sonne und den Mond. Aber die Sonne ist doch ein Stern. Der weiß nicht mal den Unterschied, der weiß nicht mal, dass die Sonne auch ein Stern ist wie alle anderen Sterne. Die ist nur uns zu nah. Der denkt, dass die Sonne was anderes ist, auch, nicht Sterne. Das macht er oft. Ja, das mit den Sternen und so können sie nicht. Ja. Und die Leute damals kannten ja schon ein paar Planeten, aber es gibt ja sogar einen Planeten, die dachten, das wäre ein Stern. Najm. Ja, und das Beste auch, das Beste, sagt im Koran, wir haben die Erde und Wasser und Bäume in 4 Tagen und Samawat in 2 Tagen Ja, das ganze erschaffen. Universum in 2 Tage. Der weiß nicht, dass es andere Planeten Das gibt, die genauso wie die Erde aussehen. ganze Noch größer. Überweisung in 2 Tagen, aber die Erde brauchte 4 Tage davor, ohne Menschen, ne? Das war nur die Erde, ohne Menschen, ohne Ja. nichts, ne? Ah, die In vier Schöpfung. Tagen die Erde, ja, eigentlich Ja. erfunden 4 Tage und ohne Überweisung ist in 2 Tage. Wie geht Ja. das? Wie geht das? Die wussten nicht, Das dass ist es ja, andere Planeten gehen. Es gibt ja. Planeten, die 100% wie unser Planet aussehen. 100%. Ich glaube, einer heißt Kepler oder Kepler 2, was weiß ich, 220b. Der sieht genauso wie unsere Erde. Die glauben sogar, dass es wahrscheinlich Leben drauf gibt, ne? Also Planet. Der ist genauso, hat Steine, Wasser und alles. Genauso wie unsere Ozeane und so. Warum soll er dafür weniger Zeit brauchen als unsere kleine Erde? Erde ist ja eine Der Sandkörner. Kleinste, ja. Ja, ist nichts. Ist ein Sand. Das ist gar nicht, das ist ein nichts, das ist ein Punkt, nicht mal ein Punkt in unserem Universum. Und der hat dafür ja 2 Tage gebraucht, ja. Und dann saß er auf seinem Thron, weil er müde war. So sitzt er sich auf einem Thron, ne? Das ist bescheuert. Der trägt einen Seidenkleid, grüne Seidenkleid und eine Krone, Goldkrone und Goldsandalen. Und hat 2 rechte Hände und bescheuert. Das ist schon bescheuert. Und acht Engel, Tragen yahmilun seinen al-Arsch. Thron, ja. Ja, überleg dir, Weil, ein weil, Engel weil, wäre weil, weil, eine. weil es gibt Nein, Gravitation in dem Babu, Universum, gibt gar nicht. überleg dir, wenn einer aus dieser Engel muss niesen, ne? Er fällt doch Gott runter Ja. auf uns, oder nicht? Ja, Überleg dir. eine mit einem Kopf von Tieren, jede mit einem Kopf von Tieren. Ich hab's mal. Da ist schon richtig, richtig viel darüber zu lesen. Außerdem, warum sollen sie es tragen? Es gibt keine Gravitation im Universum. Warum müssen sie ihn tragen? Der kann nur einfach so fliegen. Oder schweben, nicht fliegen. Der kann einfach schweben, seinen Thron. Warum braucht er Engels, die es tragen? Weil es zu schwer ist, aber es gibt keine Gravitation in dem Universum. Da merkt man schon, das ist eine Geschichte für Kinder. Tausend und eine Nacht. Ja, wirklich tausend. Allmächtig. Wozu braucht er überhaupt Engels? Ja. Munafiq, Munafiqa, nicht Munafiq, Munafiqa. Wieder gleiche Fehler. Oder Kaha'at, Munafiqa. Schreibe. Arabische Kurz. Okay, ja, ich mache euch. Schreibe. Ja, der hat alles geschrieben, 50.000 Jahre bevor wir geboren werden. Ja, und dann trotzdem gibt es Widersprüche im Koran. Genau, Kaha'at, genauso.
Trotzdem gibt es Widersprüche. Sie sagt einmal für Zeynep, heirate Zayd. Und danach kommt und sagt er, nein, du musst dich vor ihm trennen, heirate Mohammed. Also allein Zeynep der hat für Zeynep zweimal einen Vers geschickt. Ne? Zweimal hat er einen Vers herabgesandt. Ne? Der arme Gabriel, der arme Djibril, wenn es um Geschlechtsverkehr geht, der muss schnell hoch und runter, der arme, der war bestimmt erschöpft. Der war erschöpft nur von den Geschlechtsverkehr-Versen. Ja. Also stell dir mal vor, die sagt, Zeynep heirate erstmal. Zayd, viele Leute sagen, der dachte, sie wird ihm nicht, weil sie war 8, ich glaube, sie war 8, als sie Zayd heiratete, oder 9 oder so, ja. Und manche sagen, Mohammed wollte sie nur irgendwie sicher verwahren, ne, dass sie bei Zayd so sicher ist, ne, bis sie ein bisschen älter wird, damit er sie heiratet, damit die Leute ihn nicht kritisieren. Manche sagen so. Aber ich glaube, der hatte sie ja nicht gesehen, weil. Naja, danach sagte er, ja, Muqallib al-Qulub, thabbit qalbi al-Iman, als er sie sah. Genau. Ja, unlogisch. Abrogation, ja, wie sollen alle seine Meinung, genau. Oder das Al-Ana alim Allahu anna bikum du'af. Wo er sagt, die Leute 20 werden 200 besiegen und 100 werden 1000 besiegen. Und danach kommt und sagt er, okay, jetzt habe ich verstanden oder jetzt habe ich gewonnen Nein, oder jetzt ist es habe ich mir bewusst. verstanden. Ja, Ja, genau. Al-Ana alim Allahu anna Ja, bikum du'af. Jetzt hat Allah gewusst. welcher? Ja. Ja, hat er vorhin nicht gewusst, dass es nicht machbar Hat ist. er 1 vorher zu nicht 10. gewusst. Danach sagt er, wenn ihr 100 seid, könnt ihr 200 besiegen. Auf einmal kann einer nur 2 besiegen. Vorhin hieß das, einer kann 10 besiegen. Der hat sie einfach zum Schlacht geschickt. Ja, halal, ja. Oder ein Vers, da steht am Rub'un, am Khumsun, am Sudsun. Da weiß gar nicht, was. Dings, ja, Ahlul Kahf. Diese Ahlul Kahf, ihr Ja. Kuluna. Kalbuhum, das eine Hund da bei denen Ja, ist. Ja. genau. Hallo, die Geschichte ist bekannt, das sind die Kinder von Ephesus. Und die waren, Ja. glaube ich, 7. Das ist bekannt, die sind auch mit Namen bekannt, die Leute. Das ist eine alte Geschichte von einem christlichen Priester, der ist abgehauen mit seinen 7 Schülern. Die haben ihn versteckt von den römischen Herrschern in einem Berg und als sie rauskamen, also ein Engel hat auf sie, wie nennt man das, hat ja auf den aufgepasst und so und danach, die sind eingeschlafen, als sie dann zurückkamen, die wollten was kaufen und deren Geld war ja schon abgelaufen, ihre Klamotten waren alt und so und die haben gemerkt, dass sie in einem anderen Zeitalter sind. Die Geschichte ist bekannt, die ist geschrieben, die gibt es vor Mohammed schon, vor Jahren vor Mohammed. Und dann kommt er und sagt, ja, weiß ich nicht, vielleicht 4, vielleicht 5, vielleicht 6. Hä? Wer soll es wissen sonst? Vielleicht. Das Das ist hat das er in, Beste. das hat in, das hat in, Nadr. Nadr ibn al-Harith hat Ja. ihn die Frage gestellt. Und deswegen hat er ihn direkt getötet, als er ihn hat ihn erwischt mit der Mann von seiner Tochter, von der Tochter von Mohammed. Zeynep auch, ihrem Mann, die hat nicht an Mohammed geglaubt. Die eigene Tochter von Mohammed hat nicht an Mohammed geglaubt. Stellt euch mal vor. Die ist nicht mit ihm gegangen in Hijra nach Medina. Die hat ihn nicht geglaubt. Die ist mit ihrem Mann geblieben. Die war Christin. Die hat gar nicht an ihn geglaubt. Und die hat ihrem Mann irgendwo hat ihren Mann genommen. Ihr Mann war mit einer Karawane unterwegs, mit dem Geld von Quraysh. Und der hat ihn einfach als Beute genommen. Und da war auch dieser Nadr. Und dieser Nadr hat ihn immer herausgefordert, hat ihn immer Fragen gestellt über Ar-Ruh, über Ahlul Kahf, diese Jungs, über Sa'a, wann ist der jüngste Tag? Und er konnte nicht antworten. Er sagte, Sa'atu min ilmi Rabbi, Ar-Ruhu min 'indillah. Der hat ihn gar nicht gesagt. Der hat ihn nicht geantwortet. Und der hat ihn immer blamiert. Der hat ihn direkt getötet. Keine Chance. Direkt. Babu, ich Weil habe eine Gedichte Frage. Mohammed Galgamisch, der hat von Galgamisch-Geschichte sogar kopiert. Ja, Bruder? Babu, ich hab eine Frage. Also, Ja. wenn die Geschichte war, was ich sowieso nicht glaube, was denkst du, wer die Khalifat normalerweise nehmen muss? Ali oder Abu Bakr? Ali, er wollte Ali. Er hat auch gesagt einmal, Ali soll mich Hat er ja. auch gesagt, ja, ich weiß, hat er auch Auch gesagt, wenn hat er er gesagt, ja. immer, wenn er in Kriegen gewesen ist, der hat immer Ali die Verantwortung Ja. überlassen über Medina. Also, der hat ihm immer die Verantwortung gelassen. Einmal war Ali sogar sauer und der wollte ihm folgen in den Krieg.
Und er hat ihn beschimpft und gesagt, nein, ich vertraue dir, deswegen habe ich dir die Verantwortung gelassen. Geh zurück und wache auf meine Familie und auf der Stadt, bis ich zurückkomme. Der wollte ihm, das ist sicher. Der hat ihn auch einmal in einem Jumu'ah, hat er auch gesagt, dass er ihm folgen soll und so. Hey Jess, hallo. Hallo Schwester. Ja. Papu. Hast du lange Anfrage geschickt? Sorry, ich habe nicht geguckt. Papu. Ja, hi. Babu. Ja, Schwester. Babu. Hast du lange gewartet? Ich habe nicht auf mein Handy geguckt. Ich Babu. rede nur und rede. Babu. Ja, hörst du uns? Hi. Hi, hallo. Was machen Hi. Sachen? Gut, alles gut Nein. bei dir? Sachen machen. Alles okay? Freut mich, gut. Ey, Ja, wir ey, unterhalten uns was geht mit. ab, Jess, Hallo? hast du hier ein Kopftuch an? Nein, das ist kein Kopftuch, das ist einfach ein, wie sagt man, einfach ein Tuch, also was ist hier Tuch? Verstehst du? Ja, okay. Also ich trage kein Kopftuch, ich trage nur aus, wenn ich nur bete oder Ach beispielsweise so, ja, Bibel lese, gut. jeder macht sein Ding so, genau. Ja, nee, hab ich Ja. gehört. Wisst ihr, dass die Sklavinnen sich nicht den Kopf bedecken können oder die Brüste auch beim Beten nicht? Vor Allah? Babu? Ja? Ja, was Ja, weiß bitte. ich. Warum sagst du das? Das Gesetz sagt, dass, wenn, also Sklavinnen dürfen sich nicht Ja. bedecken, auch wenn sie beten nicht. Also Ja. auch vor Allah sollten sie ihre Brüste Sogar. nicht bedecken, ihren Kopf Ja. nicht. Ja, Babu? genau. Ja. Wusstest du, dass die Sklaven bei Omar waren alle nackt, fast? Alle nackt? Ja, sagte ja, kunna immer Omar yakhdimna kashifatin shu'ara mit offenen Haaren und ihre Brüste haben so gewackelt und geschlagen. Was? Ja, so haben die Ja. ihre seine Freunde bedient. Ja. Schau mal, Babu. Der liebe Ahmed nimmt irgendwie alles zu ernst. Guck mal, Ahmed, man soll nicht immer alles ernst nehmen, man sollte lachen, man kann auch ein bisschen kindlich sein. Babu weiß, wie ich bin und der Kado, ich kann auch ernst sein. Und ich habe noch ein bisschen meine 5 Minuten. Genau. Du hast immer deine 5 Minuten. Ich habe zu, du hast immer deine 5 Minuten. Immer wenn du bei uns live kommst, hast du deine 5 Minuten, glaube ich. Ja, das stimmt. Das ist alles wegen Babu schuld. Nein, nein, ist gut, alles gut. Ich will, ich bin, ich mache hier sowieso nicht mehr so lange. Ich glaube nicht, dass ich. Ja, ich wollte nur kurz hier die Leute Hallo sagen. Meine Freunde, die haben mich heute nicht gesehen. Ja, es gibt ja keine Muslime, aber trotzdem, manchmal sage ich ja so Informationen, manche Freunde wollen ja auch, weißt du, sich die Informationen notieren oder so, kann ich auch verstehen. Alles gut, man kann Spaß machen, man kann auch ein bisschen ernst sein, alles gut. Babu, ich Ja. habe eine Frage. Bitteschön. Hat Allah, trägt Allah einen Schuh? Ja, Sandalen aus Gold. Flipflops. Ist so. Ja, ist so, jetzt ohne Mist. Flipflops. Ja, perfekt, goldene Flipflops. Ja, und eine Krone aus Gold. Männer bei uns im Islam dürfen die kein Gold, weil Es gibt Gold ein Buch von einem da. Freund, es gibt ein Buch von einem Freund, der heißt Eigenschaften von Gott, Sifatullah. Und da ist sehr, sehr richtig, also richtig, richtig detailliert, wie Allah aussieht, wie er, was er anhat und so. Da hat er sehr gute Arbeit gemacht. Das ist ein Islamwissenschaftler. Und der ist sogar Mitbegründer von der Islamischen Partei in Marokko gewesen. Und der ist danach aber abgehauen nach Kanada und der lebt jetzt dort. Der heißt Sa'id bin Jibli. Sa'id bin Jibli. Ich glaube, das Buch kann man ja auch auf Amazon kaufen. Vielleicht ist das auch übersetzt, ich weiß nicht. Ich habe es auf Arabisch damals von ihm bekommen. Und der hat sehr gute Arbeit gemacht, lange Jahre, und hat wirklich sehr gute Arbeit. Der redet über Allah, wie er sich bekleidet, was er macht und die ganzen Eigenschaften von Rasul Allah. Shaitans. Ja. Sorry, genau, Rasul Shaitans, ne? Ja, Babu,
Gibt es irgendwie in Hadithen oder im Koran, dass das nee, blöd gesagt jetzt, nee, vergiss mal, okay? Wird man, wie sage ich mal, wird Mohammed von Aussehen etwas beschrieben, wie der aussieht? Also steht da irgendwo? Ja, ein paar, ja, aber jetzt nicht in einem, in mehreren. Alle. Mohammed wird beschrieben, auch seine Freunde, auch Omar, Uthman, die sind alle, die haben alle ihre, also man weiß, wie sie aussahen, ja. Mohammed hatte einen riesen Kopf, der war dünn, war groß, ihm fehlten 4 Zähne, der hatte eine Narbe im Gesicht. Die 4 Zähne hatte ihn damals Hind bint Utba geschlagen, kaputtgeschlagen. Wie kann das sein, dass er 4 Zähne hat und wie kann eine Frau? Hä? Ja, die hatte das größte Armee in Mekka. Sie hieß Hind bint Utba, die hatte die größte Armee in Mekka. Die war ungläubig, die hat ihn bekämpft, die hat seinen Onkel getötet auch. Ja. Ich habe mal gehört, dass Mohammed seine eigene Tante Jamalama hatte. Nein, nein, nein. Der hat in ihrem Grab geschlafen und so, aber da so nichts, kein Geschlechtsverkehr oder so. Die Leute übertreiben nur manchmal. Also Nein, Jambalama nein, oder sowas geschlafen? nicht. Nur geschlafen, Nein, nein, das umarmt ist und nur so, weil geschlafen. der hat sie sehr geliebt. Der sagte, oh, du Mutter, du bist gestorben und so. Der hat sie wie seine Mutter gewählt. Ja. Okay, also schlafen bedeutet für mich Jambalama, sorry. Nee, 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 Nein, nicht nein, unbedingt. Nein, 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 nein. Hat sich ich nur hingelegt, Jess. sage nur die Und Wahrheit. das gibt's ja, ja, das ist, und das ist der gleiche Hadith, wenn seine Tochter, als seine Tochter geschlafen hat und gefragt, zum Beispiel, wer hat letzte Nacht Sex und so, das ging nicht um Sex zu haben, sondern nur einfach so, dass man nicht darf darunter. Verstehst du, was ich meine? Selber ehrlich, findest du, würdest du genauso wie Mohammed machen, Carlo? Also Nein, keiner würde sowas wie keine. Mohammed machen, der war ja Keiner bescheuert, kann der das. keine normale Ja? Mensch. Wer kann das machen? Würdest du es machen? Ja oder nein? Nein, niemals. Okay, gut, ich habe meine Ach Antwort. Gott. Wer ist Nein. Mohammed für dich? Nix. Das ist Wer? nur ein Märchen aus der Geschichte Tausend und eine Nacht für mich. Okay. Babo, wer ist Mohammed für dich? Nix. Ich weiß nicht mal, ob es ihn wirklich gab oder nicht jetzt Das aus ist das ja. historischen Das Gründen. ist nur ein Märchen. Aber Das Mohammed im Islam, ist, das ist für mich ein Krimineller. So ein also Krimineller. Historie, Krimineller. warte, nein, nein, wirklich, Historie und Wissenschaft, keiner hat das, also nichts. Gibt es, also es gibt keinen Beweis, dass er ihn gab. Willst du damit sagen, es gibt keine Beweise, dass Mohammed nicht existierte? Nein, gibt es keine Beweise. Wenn dann? Es Wenn dann, gibt Mohammed, eine dann ist das ist ja aus diesen eine Büchern. Ja. Schriftbruder. Es gibt einen Schriftbruder, das hat mir Mohammed al-Msiyah, kennst du wahrscheinlich. Mohammed al-Msiyah ist Ja. ein sehr bekannter, kennst du, ja. Der war ja auch bei Hamid Abdel-Samad in seine Videos auf YouTube. Der heißt Mohammed al-Msiyah, das ist ja so, der arbeitet mit Schriften und so, der Ist übersetzen. das nicht ein Scheich? Nein, nein, das ist eine Wissenschaftler, der hat auch hier eine Assoziation gegründet in Deutschland, die heißt Enara, die bringen immer Bücher über den Islam, Aufklärung und so. Das heißt Aufklärung, die machen es jetzt wissenschaftlich, verstehst du? Die sind unparteiisch. Und der hat mir gesagt, dass es einen Schrift gibt, der kam oft bei uns früher auf Clubhouse. Der ist ein Freund von mir, seine Frau auch eine Freundin von mir, sehr nett. Und wir haben ihn immer so gefragt, privat auch. Und er hat gesagt, es gibt eine Schrift, die wo steht, das stammt von Jahr 634, das sind aber 2 Jahre nach dem Tod von den angeblichen islamischen Mohammed. Ne? Weil Mohammed ist im Jahr 632 gestorben, laut islamischer Quellen. Aber dieses Schrift oder Wie alt war der? 62, 63. Dann Drei und 62, ja. Ja. Der ist in 570 geboren und 630, 32 gestorben. Und der sagte, es gibt diese Schrift, geschrieben von einem Historiker, einem Römer, und da steht ein Prophet, ein Prophet von Araber, der heißt Mohammed, der hat die Juden unterstützt, Jerusalem zurückzuerobern. Das ist alles aber, was da auf diesen Schrift steht. Ja, nur dass er die Juden geholfen hat, Jerusalem zurückzuerobern. Und dass er ein Prophet von Arabern war.
Das ist das Einzige, was steht, aber das ist 2 Jahre nach dem Tod von den angeblichen islamischen Mohammed. Verstehst du? Deswegen wissen wir nicht, ob sie über die gleiche Person reden oder eine andere Mohammed. Das, ja. Babu? Das ist ja nicht nur, ja, zum Beispiel, ich komme aus einer Stadt in Irak und da haben wir vielleicht 4, 5 Propheten, sogar in der Biyunis, ob du ihm die Geschichte kennst, zum Beispiel, ja. Wie heißt das? Al-Hut? Wie heißt das Al-Hut? Wal. Wal, wo er in Wal war. Das haben wir, ja, das haben wir auch. Also Nabi Shit, Nabi Shit haben wir da in Irak, wo in dieser Stadt, wo ich gelebt habe. Mhm. Nabi Shit, Nabi Jarjis, Nabi Yunus haben wir die, und keine Ahnung, ich glaube noch eine bestimmt. Aber ich finde keine Geschichte über die. Zum Beispiel Babu. Nabi Jarjis. Ja. Ich schmeiß Ahmed raus. Warum denn? Er hat nein, beleidigt, genau. Der hat mich kaputt gemacht. Ja, weil ich einen Kopf gegeben habe und du mich ohne Grund rausgeschmissen hast. Gestern, was du gemacht hast, ich finde das total unfair. Warum lügst du mein Gesicht an? Warum lügst du mich an, dass du angeblich mich nicht rausgeschmissen hast? Ich finde das total unfair. Du sollst dich schämen. Der will nur beleidigen. Der wird jetzt sogar geblockt. Leute, der Erste, der bei mir geblockt wird auf diesem Channel. Applaus. Der ja. Erste, der hier geblockt wird. Ich habe noch nie jemanden blockiert. Also der Erste jetzt, den ich geblockt habe, Leute. Ich habe ihm einen Korb gegeben, deswegen hat er mich beleidigt. Er schreibt mich die ganze Zeit privat an. Dankeschön. Mashallah, mashallah, mashallah. Der Erste, ich habe noch nie jemanden geblockt. Aber ich habe mittlerweile keine Lust mehr, dass die hier meinen das Stream gefährden. Aber das ist auch ein Kind. Das ist auch ein Kind. Der hat meinen Vater beleidigt. Der hat meinen Vater beleidigt als Dings. Er hat meinen auch meinen Vater beleidigt. Ja, krank einfach. Aber ja. der kann sich das abschminken. Luca, hallo. Hallo, Luca. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Wer war denn voll nett waschen? Der, ich habe ihn noch nie gehört. I believe I can fly. I believe Luca? Ja. Das mit Yunus und den Wal, da, ich weiß nicht, was für ein Wal das war. Kein Wal kann einen Menschen. Ja, aber wo ist Mosul und wo ist Meer? Verstehe ich nicht. Wie kann man dahin überhaupt? Ja, Oliver, meine ganze Familie sind Moslems. Ich bin auch in Marokko geboren, das ist ein islamisches Land. Meine Familie, Geschwister, alles. Luca, endlich. Okay. Du hast eine schlechte Verbindung wahrscheinlich. Ja, kann sein. Warum? Bitte schön, Bruder, wolltest du was sagen? Ja, ich bin zufällig hier. Ich weiß nicht, was heute die Thema ist. Das Thema ist, was jetzt geht. Mohammed. Ja, war er ein Prophet oder ein Lügner? Muslimischer Prophet, ne? Ja. Ja. Leute, wie weißt du? Ich habe mich entschieden, nicht über den Islam sehr viel zu sprechen, weil ich bin frisch ausgetreten aus dem Islam und es bringt wirklich nichts viel. Ich möchte nicht, dass sich die Muslime beleidigen fühlen von mir, aber ich habe ihn nie akzeptiert, nie anerkannt als Prophet und ich glaube, dass er nur eine... Kann man auch nicht, wie? Jemanden, der sich selbst das eingebildet alles hat, vielleicht durch einen Jibril-Teufel oder falsche Engel oder sowas, keine Ahnung. Der kommt aus Montenegro. Ja, so. Montenegro, ja. Sanjak. Also, ja. Genau. Also, du kennst das, ne? Ja, natürlich, Luca, ich habe mit dir geredet. Jess, woher kommst du? Aus Serbien. Novi Sad. Wenn ich fragen darf, welche Stadt? Novi Sad. Ah, Novi Sad. Ja, das ist eine falsche Oliver hier im Chat. Ja, das ist das zweite Mal. Oliver, der ist ein Fake-Account hier.
Der glaube ich, das ist nicht Oliver. Oliver, ja, meine Familie wissen, dass ich den Islam verlassen habe. Sie sind sauer. Die würden mich am liebsten töten, wenn sie könnten. Und die wissen, dass ich über den Islam rede, weil ich ja auch auf YouTube, auf Arabisch überall zu hören bin, in marokkanischen Kanäle. Ich habe lange gemacht, auch auf Arabisch, Marokkanisch. Und die haben mich bestimmt gehört. Manchmal haben mich Freunde geschrieben, ey, ich habe dich gerade gehört auf in YouTube, bist du das und so. Also viele Leute erkennen meine Stimme, meine Familie erkennt natürlich meine Stimme. Und die wissen das, und die wissen das auch, weil ich ja auch mit denen geredet habe über diesen Themen, die mich da rausgebracht haben. Ich habe auch mit denen darüber geredet, mit denen auch diskutiert und so, aber es hat nichts gebracht. Meine Eltern sind ja alt natürlich, und man älter man wird und schwieriger es wird auch für sie, ihre Glaube zu ändern oder zu verlassen. Ne? Die haben ihre 70 Jahre ihre Leben gebetet, gefastet und so, dann kommst du am Ende und sagst denen, ja, dies und das, ihr habt das alles umsonst gemacht. Das fällt Würde ich schwer. nicht, also ja, würde ich auch nicht machen, ganz ehrlich. Babu. Lass sie glauben, was sie glauben. Solange niemanden wehtun oder sowas, alles egal. Guck mal, meine Mutter Jemand auch schreibt nicht, mir oder? komische Dinge hier. Leila, Oh, ich bin nicht, ich ey, habe du keine schwarze Luca, wie bist du in Ignorieren, diese ignorieren. Lass uns nicht Scheißdreck provozieren. reingefallen? Nicht Zu provozieren, dem keine Mohammed, Schimpfwörter. falsche Luca, Luca, Prophet. nein, nein, Prophet. nein, Nee, nein, bitte, nein, 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 lass dich nicht provozieren. nein, Das ist nein, normal. okay. Ja, okay. Leila, ich bin Luca. nicht auf Alles YouTube. Ich gut. habe keinen eigenen Kanal auf YouTube. Das sind Freunde, die meine Videos gepostet haben und so meine Debatten und so. Auch auf Deutsch habe ich keinen Kanal. Aber es gibt einen Freund, der hier die Videos von mir postet, hier von meinen Lives. Es gibt auch meine Lives auf YouTube. Auf Deutsch, man schreibt, Babu, ex-Muslim, ihr werdet ein paar Videos von mir, Debatten mit Muslimen und so, auf Deutsch. Aber auf Arabisch, es gibt einen anderen Kanal, der heißt Bien Lire. Und der hatte so eine Gruppe in Rom auf Clubhouse, und da war ich auch bei ihm Admin, und ich habe da oft mit Muslimen, Marokkanern und so debattiert. Da kann man auch hören, viele haben den Islam verlassen. Die haben mich dort Dings, der heilige Babu genannt, Al-Qidis Babu haben die mich da genannt. So viele Muslime habe ich da rausgeholt, auch Frauen, die damals Burkas getragen haben. Viele, viele, viele haben wir wirklich rausgeholt aus der Islam. Jungs, alles Mädchen, sehr viele, sehr viele. Und auch wirklich erwachsene Frauen, die sogar mit Kindern und so haben. Wir haben einmal ein Mädchen rausgeholt, die hat Burka getragen, und sie hat dann ihrem Vater gesagt, ich habe den Islam verlassen. Der hat ihr gesagt, ich habe schon, der Vater hat schon seit 30 Jahren den Islam verlassen, und die wussten es nicht. Der hat es seiner Frau nicht gesagt und seine beiden Töchter nicht gesagt. Und sie hat dann den Islam verlassen, und sie versteht sich jetzt sehr gut mit ihrem Vater. Und die versuchen jetzt auch ihre Mutter rauszuholen aus der Islam. Die leben in Marokko. Und eine andere Frau, die hat 5 Kinder, das war eine traurige Geschichte. Sie hat 5 Kinder, sie hat auch Burka getragen, ihr Mann war ja auch ein Salafi, ihre Kinder sind alle Muslim. Sie hat eine ihrer Kinder mit 16, der ist jetzt 16, aber damals hat sie ihn geschickt in eine islamische Madrasa, der wurde missbraucht in der Schule, der konnte Oh nicht Mann. rausgehen, der konnte nicht rausgehen, ja, der wurde geschlagen morgens zum Aufstehen und nachts geschlagen. Der Junge hat psychische Probleme bekommen, wo seine Bruder ihn besucht hat in der Schule, der durfte mit ihm reden, nur so hinter Gitter, der konnte nicht mal mit ihm reden auf einem Tisch oder so, nur hinter Gitter konnte er mit seinem Bruder reden. Der Junge ist kaputt, als sie ihn zurückgeholt hat mit 16, wollte er nichts mehr zur Schule, der wollte nichts mehr machen, sein Leben ist jetzt kaputt. Sie bereut das, sie hat geweint, sie hat gesagt, ich habe meine eigenen Kinder kaputt gemacht, also sie hat so ein Schuldgefühl. Und die waren ja auch arm. Sie meinte, wenn ich nur die Geschirr waschen wollte, musste ich meine Burka tragen, damit die Nachbarn mich nicht sehen, wenn ich draußen die Geschirr wasche und so. Sie sagte, als sie am Ende, sie hat Bluttests und so gemacht, sie fand bei ihr Vitamin D8. Also es war so niedrig, dass ihre Knochen waren kaputt, alles durch diese Burka, weil sie sieht keine Sonne. Man braucht ja Sonne, wir brauchen Sonne, ne? Sonst haben wir keine Vitamin D. Die Frau ist kaputt gegangen, sie hat sich jetzt getrennt von dem Mann, sie versucht jetzt ihre Kinder langsam, langsam raus aus dem Islam zu holen. So tun. Viele, ja. Wir hatten eine andere, die war verheiratet, getrennt, die hat 2 Kinder, der eine ist 21 und der andere, glaube ich, 23, die sind beide noch Moslems. Sie hat sich getrennt, sie hat auch Burka getragen, sie erzählt uns, weil ich wollte ja auch immer diese Sicht von Frauen sehen, ne, die Burkas tragen und so, wie das ist für sie. Das war für mich immer
Sie meinte, wenn sie Frauen gesehen hat, die nur mit Hijab waren, ohne Burka, hat sie sie gehasst. Sie hat sie gesehen als unrein, als ne, als schlechte Frauen, als wie ist das schon, als ho, als dies. Und sie sagte, sie hat sie gehasst, einfach schlecht angeguckt. Sie konnte es nicht. Aber weil es ja keine, sie hat nicht verstanden. Und dann hat sie, als sie sich getrennt hat, musste sie ja selbst um sich kümmern. Ja, sie musste selbst Geld machen. Ja. Und dann hat sie gesagt, sie hat angefangen zu arbeiten, sie hat Handel gemacht, aber sie hat gesagt, okay, ich guck mal die Muslime und die Salafisten, ne, das sind meine Brüder, Achi fil Islam, die haben sie auseinandergenommen, die Frau, ne, die haben sie verarscht, nicht bezahlt, wisst ihr, dies, das. Und sie sagte, irgendwann mal hat sie angefangen mit anderen Menschen zu arbeiten, die nicht Salafisten sind, ne, die keine richtige, also diese richtige Moslems sind, in Marokko. Also die ein bisschen offener sind. Die sind zwar Moslem, aber die praktizieren nicht. Und sie sagte, sie waren korrekter. Sie haben ihr ihre Geld in richtige Zeit gegeben. Sie haben sie nicht verarscht. Ihr ging's gut. Und danach hat sie angefangen, sich zu hinterfragen, die ganzen Sachen nochmal zu analysieren. Wir haben über Kinder geredet, über den Tod. Sie hat auch freiwillig Frauen gewaschen nach dem Tod, ne, bevor sie beerdigt werden. Sie hat das freiwillig gemacht für die Leute. Sie hat uns viel, viel, viel erzählt. Aber auch wenn ich das Video finde, macht ja keinen Sinn, ich werde es trotzdem nicht verstehen. Also wir hatten wirklich viele Leute in unsere Länder, die Leute, die Arabisch verstehen, die verlassen den Islam, aber viele, Tausende, das ist wirklich unglaublich. Der Kanal auf YouTube, wo ich da bin, der hat 1 Million Follower auf YouTube. Papu, Ja. willst du mich heiraten? Woher weißt du, dass ich nicht verheiratet bin? Willst du mich heiraten? Du bist doch Christin, oder? Willst du mich heiraten? Wo ist ein 7-stündige Videos? Ja, genau, auch 11 Stunden Videos. Den ganzen Lives hat der Bruder gepostet. Ich bin verheiratet. Egal, Ich mag zweite nicht von Frau meinem bin ich. Privatleben zu reden, weil dann die Leute versuchen, jede kleine Information von mir, weißt du, zu nehmen und dann, um zu versuchen, ob die mich erkennen können oder finden können. Egal, Koran erlaubt es, 4 Frauen Den zu haben. arabisch Egal. Mütter. Leila, ja, Leila, ich schicke dir die Videos. Schreib mir privat. Schreib mir privat, Leila. Schick mir eine Nachricht privat. Ich antworte dir und dann gucke ich, ob ich die Videos finde. Oder schick dir einfach diesen Kanal und du kannst dir die ganzen Videos angucken. Sorry, ich lese auch die Regenspannung. Gottes Segen und ja, Gute. Hallo, Gustav der Was Nase. geht ab? Kuss auf Nase. Seid gegrüßt, ihr Lieben. Gottes Segen. Babu, ich will gar nicht so lange stören. Ich habe da mal so eine Frage. Ich weiß nicht, ob das so in dein Thema passt, aber so für mich eine kleine Frage. Und zwar Al-Imran 67. Kennst du das? Moment. Da geht es um Abraham. Ja. Und soll ich dir vorlesen? Ich gucke es, ich lese es auf Arabisch. Ibrahim Khalilullah, der Kumpel von Allah, der hat mit Allah gesessen, ne? Die haben Party gemacht und so, das habe ich immer. Khalilullah Rahman, also der Kumpel von Allah. Warte. Okay. Ja, aber viele, viele muslimische Frauen sind gezwungen, die Burka zu tragen. Luca, das ist, guck mal, gesetzlich sowieso in Hadithen, das steht sowieso, die müssen eine Burka tragen, Weißt du warum? beziehungsweise. Weißt du, glaube ich, durch diese Ja. Eifersucht die Männer, ne? Die Nein, Frauen auch. Die würden 24 nicht hast du so gesagt. direkt, aber indirekt gezwungen, verstehst du? Ja, aber Mohammed hat es selber im Dass es Koran immer so gesagt. eine Aussage gegen Aussage gibt, ja, weißt du so, manipulativ, glaube ich, ne? Diese Religion ist Kuss auf Manipulation. der Nase, Freunde, Ja. schon Kuss auf der Nase. Al-Imran 27? 67. Nee, ja, bei mir 66 im Buch, aber im Internet in den Referenzen 67. Dass Was? Abraham keine Jude war und keine Christ. Genau. Lakin keine Hanif al-Muslimin und keine Mushrikin. Ja, was ist? Und zwar sagt er, Abraham war weder Jude noch war er Christ. Und Er dann war habe ich mal so, ja, genau, Muslim. dann habe ich in den Tafsir von Ibn Kathir reingeguckt, Ja, weil ich mich dafür mal so interessiert habe. Wenn er sagt, ja, Abraham war kein Jude,
Das halte ich natürlich für ein Gerücht. Und das sagt, da führt Allah als Argument dafür ein und sagt, ja, warum er kein Christ war, schon mal sagt er, ja, Abraham kann gar kein Christ gewesen sein, weil er war ja weit vor dem Christentum da. Wenn er das als Argument nimmt, kann er auch nicht sagen, dass er Muslim war. Weil die Tora war ja auch vor dem Islam. Ja, aber die meinen ja, dass alle Muslims waren, ne? Von Noah, der Erste, bis der letzte Prophet. Die meinen, die waren alle Muslims. Allah hat denen alle die gleiche Nachricht geschickt, aber das wurde immer verfälscht. Das ist ja die Aussage von Muslimen, verstehst du? Okay, also waren auch die Juden Muslime? Ja, die sagen, alle sind Muslime. Ja, sagen, alle sind Muslime. Warum sagen die Muslime, warte mal, Mama, ich habe eine ernsthafte Frage, warum sagen eigentlich die Muslime, wenn man als frisch geborenes Baby oder so auf der Welt kommt, okay, als kleines Kind so, wird man automatisch Muslime? Warum? Warum sagen die das? Das ist doch unlogisch. Was meinst du? Ich habe jetzt nicht verstanden, was du meinst. Man denken, du wirst automatisch Muslime, wenn du ein Baby gebärst, sage ich mal, als Frau. Und das wird, also dieses Baby ist automatisch Muslime. Weißt du, was ich meine? Wenn du Muslime bist. Ja, warum sagen die das? Ja, weil sie geben sofort die Muslime islamische Namen an die Kinder. Aber warum? Ja, ja sagen, weil. Ja, bei allen Religionen so eigentlich. Das ist jedes Kind ist so. Ist jede Religion. Ja, meine Kinder haben ja auch muslimische Namen. Ja, natürlich, aber ich meine nicht den Namen. Ah ja, Petra, okay. Sie meint, okay, Yurasirani, okay, dass jeder als Muslim geboren wird, aber seine Eltern machen ihn zu Christus. Genau. Ja. Ja, aber das stimmt nicht, ne? Das stimmt nicht. Fetra ist was Besonderes, was anderes. Fetra ist ja zum Beispiel, Instinkt ist ja zum Beispiel, dass du weißt, dass du Wasser willst, bevor du Wasser kennst. Wasser? Was meinst du mit Wasser? Jetzt ein Beispiel. Jetzt ein Kind weiß, dass er Wasser trinken muss, bevor er Wasser kennt. Das ist ein Instinkt. Der weiß, dass er essen muss. Das ist ein Instinkt. Mhm. Aber ein Kind, wenn du jetzt ein Kind ohne Religion, erwachsen wird, der wird nie denken, dass es einen Gott gibt und so. Außer du erzählst ihm das. Der wird ja auch nie denken, dass ein Mann ein kleines Kind heiraten muss, dass es einen Allah gibt und einen Mohammed gibt, oder dass er fünfmal am Tag beten muss oder dass er fasten muss. Wenn du ihm das nicht beibringst, wird er es nicht wissen. Aber der wird wissen, dass er Wasser braucht. Der wird wissen, dass er Essen braucht. Verstehst du? Der wird wissen, dass er, wenn es ihm kalt ist, er muss sich anziehen. Das sind Instinkte. Aber weißt du, was ich am meisten nicht verstehe? Mhm. Wenn du so sehr, guck mal, es gibt Muslime, die beschweren sich so sehr in unserem Land, Deutschland oder Österreich, egal wo, okay, in einem christlichen Land. Wenn du dich so sehr beschwerst, dass es so viel Schweinefleisch gibt und auch die Menschen so ekelhaft sind, die gegen Islam sind, dann geh zurück zu deinem Land. Ja, die Shahira oder Shahira herrscht, ist es mir egal, wie das ausspricht. Da herrscht wirklich die Gesetze, was in Koran und die Hadithen stehen. Diese Menschen. Ja, genau. Und diese Menschen, die können es einfach nicht akzeptieren. Guck mal, es gibt einen großen Unterschied zwischen in einem anderen Land und in Deutschland. In Deutschland hast du freie Meinung. Das andere, was hier abgeht, was ich dir gerade gesagt habe, du hast null Rechte. Null. Gar nichts. Da herrscht nur Krieg, da herrscht nur Scheißerei, da herrscht nur etwas Schlimmes, was im Koran steht, was Mohammed befohlen hat, dass du eine Frau schlägst, dass du vergewaltigen darfst. Nee, das geht überhaupt gar nicht. Es gibt Grenzen mehr. Die Frauen haben keine Rechte. Das ist echt erbärmlich. Und eine muslimische Frau sagt zu mir, wir haben Rechte. Oh Gott, erbarme dich. Guck mal, wie die lügt. Ich glaube, die haben Rechte, aber die haben kein Recht. Weil sie nie genossen haben, die Rechte. Oder sie frei gefühlt haben. Verstehst du? Ja, natürlich. Weil sie unter Druck sind. Ja, und deswegen verstehe ich nicht. Guck mal, am meisten haben die Angst, die Muslime. Ja, aber eine Frau kann nichts dafür, weißt du, weil die haben die Männer, die muslimischen Männer, ne, die gezwungen sind von denen. Natürlich. Und die haben eine Panikattacke. Ein paar Leute, die Muslime, also viele, aber nicht alle, haben eine Panikattacke, weil die Angst haben. Ja, weil die Seele kann nicht mehr das vertragen alles in sich. Ja, die haben Angst, dass sie in Hölle landen, mein Lieber. Die haben Angst, Die haben Angst vor Allah, die haben Angst von die Hölle und was alles da steht, mein Gott. Ne? Ich hatte das auch früher, ich weiß, wovon ich spreche. Ne? Ja, natürlich. Früher, als ich Muslim war, ne? Ich war depressiv, ich hatte Panikattacken und so, jetzt habe ich Gott sei Dank nicht mehr. Ja, Jesus hatte mich geheilt. Deswegen verstehe ich, ja. Und deswegen haben auch manche auch Angst. Ich habe auch Xanax früher genommen, Beruhigungsmittel. Ich dachte, und dann bekam ich so eine Krankheit, Schilddrüsenüberfunktionen. Zum Glück, meine Mutter hatte mich geheilt mit Waldnüsse und mit Honig und so. Ne? Jetzt habe ich seit 10 Jahren das nicht mehr. Ne?
Ja, Gott sei Dank, Das aber ist eine ich Katastrophe. sag dir ehrlich, Luca, wenn du, wie gesagt, aus diese Religion raus bist, wirst du Oh, ich bin beispielsweise so in glücklich, Banken echt. therapiert. So eine Befreiung, seelische Befreiung und psychisch und physisch und alles. Ja, In aber jeder Sicht, ich diese. bin so glücklich, echt. Ja, aber du wirst beispielsweise Nacken therapiert. Das steht laut in Hadithen. Natürlich. Nein, ach, Das steht. das ist ja, wenn die Scharia da Ich ist. wundere mich auch, dass Babu zum Beispiel, der kommt aus einem islamischen Land, ne? Ja, ich glaube schon, der ist, glaube ich, Marokkaner, oder? Aber wo? Ja, Aber ich bin wie Marokkaner. hast du es geschafft? Wie hat dir Gott geholfen überhaupt? Raus aus dieser Religion. Ich habe den Islam schon in Marokko verlassen. Ich habe auch da auch kein Hast du Ramadan keine mehr gemacht. Angst? Warte mal, In Marokko ist ein Marokko. muslimisches Land. Hast du keine Du Angst? hast es nur das, echt? Aber versteckt, ich habe es niemandem erzählt. Mann, ich Was bewundere deinen redest du? Mut. Wie hast du Was? es geschafft, Mann? Ja, und Wie? ohne Vergleichen mit anderen Religionen. Bruder, Nur ich meine kenne Liebe. deine Aber wie hast du es Bruder. gemacht? Wie? Meine Menschenverstand, Ja, meine Bruder, Jess, Prinzipien, Jess. ich hab, Halleluja, Bruder. Ich bin so froh ja. für dich, ne? Danke, Bruder, Aber ja. Jess. Ich habe meines Gesangs, Ich habe leider muss ich dich weitergebetet. vielleicht, ich Ich möchte habe dich nicht enttäuschen, Bruder. Ich kenne deine gebetet, aber ohne Landsleute, Wudu. ne? Ich habe weitergebetet, aber ohne Wudu. Ohne zu waschen, habe ich weitergebetet in der Halleluja, Bruder. Moschee. Bruder, ich kenne deine Landsleute, Abu! ich kenne die Algerier, ne? Marokkaner und Tunesier. Ich Ja. habe keine gute Erfahrung gehabt mit denen, ne? Schlimm, ja, ist sehr schlimm, ja, natürlich. Du weißt, wovon ich spreche, weißt du? Ich kann jetzt nicht mit Marokkaner oder Algerier oder so Ich glaube zum dir Beispiel 100%. diskutieren über Religion draußen oder so. Würde ich niemals Aber brauchst sie nicht, weißt du? Du tun. Kann brauchst ich nur nicht, Gott ne? und. Natürlich nicht. Aber deswegen hast du ja auf andere Seiten die christliche Meine Brüder, Familie ne? habe ich auch nicht gesagt. Erst als ich in Europa war, habe ich dann mit meiner Familie darüber geredet. Also ich habe denen da in Marokko nichts gesagt. Natürlich nicht. Aber in Ramadan, Sehr immer prophetisch. wo wir gegessen haben, dann abends, ne? Weil Fastenbrechen, die hatten immer so Zweifel, weil ich konnte nicht viel essen. Ich habe ja tagsüber gegessen, irgendwo versteckt, ne? Habe ich mich versteckt irgendwo oben auf Terrasse oder wenn ich in Schule war, bin ich hier einfach weg mit ein paar Freunden, die da auch nicht Ramadan gemacht haben. Wir haben uns irgendwo versteckt und dann gegessen. Verstehst du? Und dann abends konnte ich nicht viel essen. Ich habe nur einen Kaffee getrunken, Croissant und bin dann rausgegangen, eine rauchen. Die haben mich immer gefragt, hast du heute eine Marmita, hast du heute einen Tajin gegessen? Was hast du heute gegessen? Warum kannst du nicht essen? Die haben mich immer so provoziert. Ich habe gemeint, nein, nein, das ist wegen Rauchen, ich kann nicht mehr, weißt du? Ich kann nicht Ich viel habe essen. Und selten, ich muss dir ein Kompliment geben, ich habe selten Marokkaner so positiv, so wie bei dir, nie, also fast nie erlebt, weißt du? Und bei dir wirkt dieses Heilige Geist, glaube mir, Bruder, ich weiß, wovon ich spreche. Freue Freut ich mich mich auch für dich, dass du den Islam verlassen hast. Freut mich. Danke. Babo, ich will dir noch was sagen. Ja. Dieser Witz, was ich dir vorher gesagt habe, nimm nicht zu ernst, okay? Alles Nimm nicht zu gut, deinem alles gut. Herzen. Ich weiß, was ich ernst nehmen soll und was nicht. Also keine Ja, Sorge. auf jeden Fall, was soll ich noch mal sagen? Genau, Islam ist einfach eine falsche Irrlehre Ist ja und vor allem gefährlich. Was mir wichtiger zu mitzuteilen ist, dass es gefährlich ist. Es ist egal, weißt du, ich mache es ist jetzt gar. gefährlich Ja. für sich selbst, für unsere Die Seele und Menschheit. für auch unsere Umgebung, wie wir wirken negativ und Für wir die fallen auch Menschheit. negativ Ja. an die Seite, die normale Leute sind, normale Christen, ne? Wir sind so auffällig. Und als ich noch Muslim war, ich sage das nicht als Beispiel, sondern als Erfahrung. Ich habe diese Erfahrung selbst gemacht. Ich war, als ich noch früher Muslim war, ich war aggressiv, ich war bereit, ich war auch handgreiflich, Ja. Luca, Weil was da für Tun hattest du? man denkt nicht, man denkt nur mit seinen Emotionen und nicht mit seinem Verstand. Genau, Ja, genau. das ist emotional. Ja, Kuss auf der Nase, Bruder. Also, Ich wollte nur Babo, noch ich fragen, welche bin. Konfession. Oh, Entschuldigung. Sorry, Bruder. Nein, rede, Entschuldigung, sorry. Nein, nein, sag ruhig, ist kein Problem. Okay, nur kurzer Satz. Auf jeden Fall, Babo, ich bin richtig schock. Also, wie du dein Land rausgekommen bist, sage ich mal, dass du verheimlicht hast wegen deiner Religion. Also Respekt auf jeden Fall. Ich habe das Schiss meines Lebens bekommen oder gehabt, sage ich mal. Das ist echt extrem. Also Hut ab und Gottes Segen auf jeden Fall, Bruder. Ich küsse dein Herz und mach weiter so, dass du die Wahrheit anerkennst, beziehungsweise dass du die Muslime die Augen öffnest, dass es einfach eine falsche Irrlehre ist. Und ich küsse dein Herz und Danke, gerne. Es ist ja gefährlich.
ehrlich, ein Freund von mir, wir haben einen Freund von uns, der lebt immer noch in Marokko, der ist auch Ex-Muslim und der macht Aufklärung. Der ist noch krasser, der ruft bei Imams und so und der fordert sie heraus, sagt, ja, gib mir jetzt die Beweise, dass Mohammed ein Prophet war oder so. Und der ist sehr, 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 sehr gut im Islam. Also der ist auch Hafiz, der kann, aber das Problem, der hat den Koran gelernt von Hafs. Der kommt aus einem Dorf und in diesem Dorf gab es nur eine Moschee und die hatten nur einen Koran von Hafs, von damals aus Saudi-Arabien, was weiß ich. Und einmal, die hatten einen so einen Abend, ich kenne doch diese Abend, dass die Muslime machen, da wird gegessen und dann werden sie dann Koran rezitieren und so. Und der war 9, glaube ich, damals. Und die haben gesagt, okay, ja, der Junge, der kennt den Koran auswendig und so, der liest euch jetzt was. Für die Leute, die sagen, nein, es gibt keinen Unterschied zwischen Hafs und Warsch. Und der hat angefangen zu lesen, die Leute, manche sind abgehauen, manche haben angefangen zu sagen, Astaghfirullah al-Adim, was sagt der hier, das ist kein Koran. Manche haben gelacht, die Leute waren schockiert. Und der arme Junge, es war ihm so peinlich, die haben ihn verunsichert, obwohl er alles richtig gelesen hat, nur halt rezitiert hat, nur halt aus Hafs und nicht aus Warsch. Und das sind also total andere Koran, die haben nicht verstanden, was er da sagt. Und die haben gedacht, der ist was anderes oder der ist kein richtiger Hafiz. Und das war der erste Schock in seinem Leben, der Junge. Und der macht wirklich sehr gute Arbeit. Der kennt sich sehr gut mit den Fiqh und Scharia, mit alles kennt er sich sehr gut. Und der redet mit Imam. Sie ruft sie am Telefon und tut, als ob er irgendeine Frage gehört hat von jemanden. Der heißt für die Marokkaner hier, die mithören, der heißt Lerolemi. Ihr könnt ihn auf YouTube suchen, wenn ihr wollt. Der heißt Lerolemi. Der ist sehr gut. Und der ruft diese richtigen Imams und so und Muftis von Marokko und der fragt sie irgendwelche schwierige Fragen und die können ihn nicht antworten. Und der debattiert damit die. Und der sagt zum Beispiel, ja, mein Bruder will den Islam verlassen. Ich glaube, der ist vom Dschinn besessen und so, weißt du? Und der tut ab, als ob er jetzt das Telefon jemanden anderen gibt. Oder die sind zwei. Einer sagt, nein, mein Bruder oder mein Sohn will den Islam verlassen. Ich glaube, der ist vom Dschinn besessen. Und dann der Imam natürlich will ja diesen Sohn halt überzeugen vom Islam und will gucken, ob es ein richtiger Dschinn oder nicht. Und er sagt ihm, hab keine Dschinn. Ich rede doch nur die Wahrheit. Ich habe hier Argumente und so über den Islam. Und der macht gute Arbeit. Einmal hat ein Typ versucht, ihn zu töten. Der Typ war besoffen. Der Typ, der ihn töten wollte, war besoffen. Der hat ihn geschlagen mit dem Messer an seinen Hals. Zum Glück ist nicht passiert, also nicht schwer getroffen. Der hat ihn aber dann angezeigt und der Typ wurde dann verhaftet. Und in dem Moment, wo er ihn töten wollte, der Typ war besoffen. Also der war nicht mal ein richtiger Moslem, der Typ. Deswegen, die Gefahr kommt nicht nur von Extremisten oder von richtigen Salafisten. Es kommt von jedem normalen Moslem. Das ist das, was ich immer erklären will. Jede ist eine potenzielle Kriminelle. Jede Moslem ist eine tickende Zeitbombe. Diese Das ist Ego ist leider. zu hoch. Ja. Weißt Ja. Wir hören Kuss auf der Nase, wollte was sagen, Kuss auf Nase. Bruder, du wolltest was sagen, Bruder, bitteschön. Ich wollte kurz fragen, den Luca, welche Rechtsschule er denn gefolgt ist. Wie Rechtsschule? Im Islam so schiitisch, sunnitisch. Also ich war Sunnit, ja. Sunnite, ja. Ja, weil du sagtest, du warst zu dieser Zeit noch sehr gewalttätig wohl auch. Und da wollte ich dich einfach nur fragen, so worauf du das da, womit du das verknüpfst, womit du das verbindest, so dass das dadurch kommt. Also, dass ich seit 20 Jahren in deutschsprachigen Raum. Ich kam sehr jung, mit 20, nach Deutschland. Ich wusste nicht viel über meine Religion, aber ich wuchste in eine muslimische Dorf. Damals, die 90er Jahre, waren so, wo wir im Balkan diesen Krieg gespürt haben und diese Unruhe zwischen die, sag ich so mal, Leute, die schon unter Druck waren von anderen Nationalitäten, so. Es war Krieg, ne, und ich war jung, ne, und diese Wut ist in mir entstanden durch diese, ich weiß nicht, ob ich traumatisiert war oder so, aber auf jeden Fall, ich war als Jugendliche nicht glücklich, ne, und ich wollte immer verteidigen, ich habe diese andere christliche Leute nicht gemocht, weil es wurde mir so von den anderen Muslimen gesagt, dass sie böse sind, böse sei und das Kreuz nicht gut ist und dass
Nur Allah, der Gott, wahre Gott ist und der Sohn. Ich entwickelte in mir so einen Hass gegenüber die Serben und gegenüber die anderen christliche Leute. Ne? Und das hatte ich in sich, in mir, dieses heimliche Hass auf die Christen. Und das hatte lange Zeit gedauert. Und mit den Muslimen wollte ich nur Freundschaft schließen, als ich dann mit 20 nach Deutschland kam, und nicht mit den Christen. Von den Christen hatte ich so Wut, ne? Und ich habe keine Vertrauen in die Christen gehabt. Ich dachte nur, dass die Muslimen gut seien und dass ich nur mit den muslimischen Brüdern gut sein muss. Aber zum Glück